Was? Naja, ich bin bei Filmen gerade, ich kann jetzt nicht. Ja, ohne Funker nur gut. Damals. Ich bin in meiner Art ein Statue, mit nicht zu vergleichen. Wo immer ich am Mike bin, hinter einem Schleich. Wenn du denkst, ich dir zeichne, mir reicht. Dreck dich auf dir zu zeigen, hey, ich komme mit dem Podcast. Das ist Independent Underground Shit. Ich diss dich. Was denn, Digga, ich diss dich. Hey! Ist das positiv, wenn man nur an Geld denkt? Nein. Ohne Hip-Hop wäre ich gar nicht mehr hier. Was ist denn das? Nur mein Not hier. Boah! Dozent! Gefährlich! Wir haben genau das Richtige gefunden. Tut mir leid, Mann, ich will es nicht länger ziehen. Aber wie gesagt, nochmal, ich finde sehr gut, dass so viele gekommen sind. Wenn es weiter so geht, dann können wir expandieren, Cash machen. Auf Silberkette mit Gold. Yes, yes. Man hat noch eins. Bitte, ich bin ein kleines Fan. Gut. Mein Name ist Markus Steiger. Ich mache das Royal Bunker Plattenlabel. Ich war ja eine Zeit lang mit Steiger unterwegs schon und wir haben viel miteinander gechillt und so weiter und ich habe mich irgendwann mit ihm unterhalten und ich war halt damals noch ein krasser Fan von diesen Westküste Underground Leuten, so Project Road mäßig und ich habe halt Steiger ganz begeistert erzählt, dass da auf jeden Fall, dass die halt jedes Wochenende da irgendwie ihren Club haben, wo die sich treffen und einfach nur freestylen und wo jeder mal ans Mic kann und sein Ding machen kann. Tavash hat mir vor allem von diesem Project Load erzählt. Das sind alles ehemalige MCs aus dem Good Life Café in L.A. Project Load sind halt Leute bei wie CBE, Chilville, Empire, unfassbare Flexer. Wir waren im Project Load und haben das da gesehen, was die da machen, einfach halt so ein kleiner Raum mit einer ganz kleinen Bühne. Einfach normale Leute, jetzt kein Konzert oder so, und dann konnte jeder auf die Bühne gehen, zeigen, was er kann. Also das große Vorbild war ja dieses Project Load aus L.A. und dass dort es auch einen Club gibt, wo die Leute sich einmal in der Woche treffen und halt eben auch rappen, freestyle, was auch immer. Und sowas wollten die gerne hier auch aufmachen. Ich meinte dann, ey, sowas muss es hier auch geben, also das kann nicht sein, also da trainiert man sich, du musst jede Woche, musst du da sein, musst du präsent sein, du musst jede Woche irgendwie dich anstrengen, dass du krasser bist als der andere, das muss es hier auch geben, sonst passiert hier nichts. Steiger hat dann eigentlich sofort irgendwas organisiert und der erste Move war dann auch gleich in diesem Club in der Mittenwalder Straße, der auch Royal Bunker hieß zufälligerweise. Judy Serra habe ich auch kennengelernt. Das ist so ein Typ halt, der hat in Kreuzberg viel gemacht. Der ist auch schon ein bisschen älter und der hat eine Sendung dort gehabt, Radio Kanaka International. Und dann war ich dort und der hatte einen Jamaikaner eingeladen. Dieser Jamaikaner war da, hat er irgendwas gesagt und hat mich eingeladen. I come to the Royal Bunker, it's a Hip-Hop Café. You are invited. Dann meinte ich, it's a Music Café. Und dann meinte ich, Musikcafé, ach, das klingt interessant. Sag mal, könnte man da nicht so eine Freestyle-Veranstaltung machen? Wir suchen einen Raum. Und dann meinte er, ja, come see, no problem. Es war einfach total irre, Name. Ich weiß es nicht. Jamaikaner, Nigerianer, ich weiß nicht, was die sich denken. Aber es klingt cool. Royal Bunker, haben die auch gesagt. Ich weiß, es gibt keine Nähere, der hatte ja auch so Elefantenstoßzähne als Logo und so. War toll. Ich glaube, der Steiger hat es gefunden, dieses Royal Bunker. In der Mittenwalder Straße, Gneisenau. Der Club hieß so. Royal Bunker und war so Keller, Treppen runter, zack. Dann war das vorne so eine Bar, dann ein Korridor und dann noch ein Raum. Was könnte man sagen? 4x8 Meter. Oder 4x7 Meter, irgendwie sowas in dem Dreh. Mit einer kleinen Bühne, so die gerade mal so halt 30, 40 Zentimeter hoch war. Dann
war vorne so ein ganz kleines Podest, ich weiß nicht, war vielleicht 10 cm hoch oder so. Und da haben dann die Leute drauf gestanden und haben dann da gerappt, haben Texte gemacht, haben Freestyles gemacht. War halt witzig, war halt so eine kleine Plattform, wo man sich halt so darstellen konnte, so. So eine Mini-Bühne, wie gesagt. Ich meine, es ist jetzt halt ein Puff. So, und vielleicht war es da auch ein Puff, keine Ahnung. Es war eine Absteige. Nee, das war halt so ursprünglich ein Reggae-Club, soweit ich das mitbekommen habe. Und der hat halt ziemlich gestunken, weil die sanitären Anlagen nicht so auf höchstem Stand waren und, glaube ich, auch nicht so krass gesäubert wurden immer wieder. Und dann hingen zum Beispiel so Fähnchen aus allen Ländern, dann irgendwelche komischen Wandbemalungen. Es war auf jeden Fall sehr absurd teilweise, aber es hatte trotzdem auf jeden Fall so einen gewissen Flavor, den man halt so gekünstelt nicht herstellen könnte. Es war auf jeden Fall geil, weil es irgendwie halt so normal war und eigentlich auch gar nichts mit Rap zu tun hatte. Es war eigentlich perfekt, weil es war jetzt nicht irgendwie was Großartiges, es war ziemlich klein. Man hat sich da einfach so, es war auch jetzt nicht so ausgeleuchtet, man konnte sich da irgendwie in seine Ecke zurückziehen, das war auch wichtig. Seit ich das erste Mal hingegangen bin, fand ich es wirklich hammergeil. So bin reingekommen, so dachte, ey, niedrige Decke, Stühle, Sitze, kleine Bühne, so. Der DJ hinter Glas in der Ecke. So. Wir haben hier nicht mal zwei Nadeln, also wir hätten ja praktisch alles da, so was man braucht, aber wir haben nur eine Nadel da. Ich habe da aufgelegt mit Rob D, wir haben nur noch schnell irgendwie Plattenspieler besorgt, die Technik war wirklich der letzte Dreck, aber es ging halt irgendwie. Also mit dem Mic, das war auch jedes Mal wieder ein großer Struggle, sage ich mal jetzt, weil irgendwie meistens keins da war, da musste Shadow eins mitbringen. Ich glaube, er hat das Mic mitgebracht, daher, wenn es Probleme mit dem Rico gibt, meldet ihr euch ein bisschen später bei ihm oder schlagt ihn oder so. Oder keine Ahnung, Rob D, der da auch aufgelegt hat oder wer auch immer. Also es kam auch schon, glaube ich, vor, dass man sogar auch schon durch Kopfhörer versucht hat zu rappen und so weiter. Das war auf jeden Fall gut abgefangen. Die Kneipe lief auch nicht, aber die war wunderschön. Der hatte hinten einen Raum, der war nicht sehr groß, aber der hatte eine kleine Bühne und an der Wand naive Malereien, so schwarze Tanzen um Buschfeuer. Hinter der Bühne war so ein Sonnenuntergang gemalt, eine kleine DJ-Kabine. Und da konnte man einfach wunderbar Freestyle-Veranstaltungen machen. Er war prädestiniert dafür. Das Dumme war dann, bei der ersten Veranstaltung, die wir dann dort gemacht hatten, hatten die ortsansässigen Dealer, die vorher in diesem Café waren, bevor Jimmy das übernommen hatte, hatten die Stinkbomben reingeworfen und dann mussten wir also mit Räucherstäbchen auskleiden, damit es überhaupt erträglich war. Das war ein großes Handicap, der geruchliche Faktor. Das war ja irgendwie eigentlich so ein Afrikaner-Café oder irgendwie sowas, wo aber nie irgendjemand drin war. Weil es wahrscheinlich auch irgendwas Geldwäsche war oder so. Nee, wollte er gar nicht machen, deswegen haben die ja mal Stinkbomben reingeschmissen. Danach hat es dann im Wolle-Bunker mal recht streng gerochen. Deshalb hat es da so gestunken. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß nur noch, dass auf jeden Fall zum Schluss das unglaublich gestunken hat da drin. Das war irgendwie so, ich weiß nicht, es hat auf jeden Fall, man konnte da kaum noch drin rappen. So. Es war vielleicht ein Buttersäureanschlag oder so, es war richtig widerlich. Aber ansonsten war diese Kneipe perfekt. Und es ging dann hat es mal wieder aufgehört und musste die Kneipe schließen, weil irgendwie die Toiletten nicht richtig waren und es keinen Notausgang gab. Dann hat es wieder aufgemacht, dann haben wir es wieder gemacht. Ich glaube, es ging insgesamt so ein Jahr und das war halt der Royal Bunker und da waren alle da. Also waren halt alle da, die heute auch irgendwie erfolgreich sind. Also MOR, Savasch, mit Savasch, Sekte, Bassbox. Da sind alle hingekommen aus Berlin. Es war nicht nur beschränkt auf West-Berlin oder so. Da kamen wirklich alle aus dem Osten, aus dem Süden, aus dem Norden. Hat man sich so getroffen und dann halt die MCs haben ihre Texte da vorgetragen. Dort hat man ein bisschen für die Live-Sachen geübt. Ich bin ja hier, um zu üben, um meine Texte zu üben. Aber was, Alter? Zu Hause? Nein, mein Zuhause ist scheiße. War schon gut, war wie so ein Übungsraum, aber es war ein bisschen mehr so, da war ein bisschen mehr Atmosphäre. Leute haben gesessen so, keiner musste wirklich stehen, außer er findet halt nichts mehr zum Sitzen. Und dann hat man es halt durchgezogen, so sonntags immer von 19 bis 22, 23 Uhr. Das war eine geile Zeit teilweise.
Also ich fand es immer faszinierend, wenn wirklich Leute, die echt überhaupt nichts mit Rap zu tun haben, einfach durch so diese Energie dort angesteckt wurden und auf einmal ans Mic sind und irgendetwas gemacht haben. So. Ich meine, da waren echt ziemlich obskure Sachen teilweise. Ich meine, irgendwann kamen die strangesten Leute so, als es irgendwann richtig voll wurde und dann echt schon so leichten Groupie-Charakter hatte vielleicht. Da war es dann vielleicht ein bisschen anders so, aber am Anfang war es echt so so kleinen Rahmen, das waren ja wirklich nicht viele Leute. So. Man saß halt da so halt irgendwie und hat sich wie im Theater oder Kino, ja. Man hat einfach da gesessen und zum Schluss des Tracks vielleicht applaudiert oder halt wie im Café halt und vorne wurde halt gerappt. Das war echt sehr, sehr locker. Das ist, denke ich, war auch eine ziemlich wichtige Sache so, dass da auch noch nicht so ein krasser Druck war. Man war eigentlich, waren alle so ein bisschen interessiert, es irgendwie voranzubringen und egal, also weil eigentlich wurde am Anfang zum Beispiel, da wurden keine Leute ausgebuht oder irgendwas. Also nach jedem, wenn irgendjemand irgendwas gemacht hat, haben eigentlich alle geklatscht oder fanden es irgendwie cool. Egal, also auch wenn es scheiße war. Wenn da halt Lines nicht gesessen haben oder so, dann, okay, gut, der nächste bitte. Und das hat man schon sehr deutlich mitgekriegt. Man kannte sich eigentlich auch. Es waren wirklich wenig Leute da, die man noch nie vorher gesehen hatte. Also es waren eigentlich alles Leute, von denen man schon mal gehört hatte oder mit denen man schon eh mal Kontakt hatte über Dreiecken und Achtkanten zumindest. Oder also ja, die Atmosphäre war eigentlich immer sehr gechillt. Jeder konnte da einfach so sein Ding machen. Man konnte sich eigentlich auch irgendwo auf der Bühne in die Ecke stellen und irgendwie seinen Text rappen. Warte, Diätappen für die Sachen. Meine Kalorienbombe ist geschärft. Niemand geht mir durch die Lachen. Der Mensch spricht gesagt mehr und bringt auch den Aktien klar. Egal wo ihr surft, auf welchem Platten, dünnen Brett. Backen voll packen ist Brot und was die Elend ist. Schon pur die Glock von A bis Z. Im Galopp wie Mr. N. Lohnt's auch nicht für Szene. Schnell Kurs, nur gemacht von dem Bett. Nochmal, weiter. Yeah. Andere haben unglaublich ihre Show abgezogen, aber es war letztendlich alles okay. Ja, da konnte jeder machen, was er will. So viele haben ihre neuen Songs auch gezeigt, einfach nur so. Ich liebe meine Burg und deine Burg und dein Café. Die Welt hat verdächtigt, dass du nur ein Cash bist. Kennt dich schon eine Welt, das ist mein Verdächtnis. Dann wurden auch schon Battles da veranstaltet, manche Battles sind so entstanden. Tut mir leid, dass ich nicht bin, Alter, ich reiße deine Kimme bis zum Nacken auf. Dann wirst du sehen, da kommt da Scheiße raus, weil du bis oben hin voll bist. Damit ein Glück, dass du noch klein bist, sonst hätten wir noch mehr von Bullshit. Auf jeden Fall, also jetzt verschwinde aus meinem Kopf. Ich steh um 6 Uhr morgens auf, Ficker und Onki schlapp. Denn du meinst, dass deine Mutter und du auf mir entlangst. Was braucht keiner, du kommst zu MOR, du kommst zu Bunker. Du willst uns biten, du kommst zu Bunker. Wieso bleibst du nicht bei Police Cypher? Bleib bei Police Cypher, denn sie sind doch deine Family. Was los, La Family? Komm nie wieder in den Bunker. Komm nie wieder in den Bunker. Gauner, Gauner gehört in die Sauna. Und ich erinnere mich, dass wir auch sogar uns einmal getroffen waren und haben ein Video angemacht. War was ganz anderes. Da hatte ich, glaube ich, da ein Videobeam organisiert und da haben wir Battle Talent geguckt. Und da wurde ausnahmsweise mal nicht gerappt. Also wir haben auf jeden Fall viele verschiedene Sachen ausprobiert. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir auch Porno abmachen können mit Pornofilmen, aber soweit ist es nicht gekommen. Das war dann schon am besten, das nur aufs Rappen zu beziehen. Warte eine Sekunde. Yo, ihr seid alle fresh, solange ich kacke, es am Mike ist meine Quelle der Gewalt, ist eure nicht vorhandene Zeit ist. Ich vertrete Rappel-Sachen, der verdient den Penis in dem Mund, ich spritze ab und Bitches rufen es. Ich seh nicht mich zu betteln, geht nicht, Digga, hör mein Demo und begreife kacke, es ist überfresh und fick dein Prolong, bis es reif ist. Mach mir nix, denn ich bin doof und wichs auf jeden. Adolf Hitler war mein Name in meinem vorvorletzten Leben. MCs reden viel, doch wissen nicht, weshalb und was. Ihr seid schwule, die euren Label-Boss nur als Stuhl realisiere. Es ist möglich, dass ich deine Schwester töte. Ich hab keinen Platz zu Frauen, allerhöchstens an den Flöten. Deine Flow geht sicherlich nicht flöten. Du hast keine, niemand macht mit mir Verträge, denn ich bin cool und unterschreibe mit dem Pin. Was du liegst, zwingt MCs in die Knie. Egal wann und wo, ich gebe Pinter an MCs. Originalbunker da in der Mittenwalder, da war es ja wirklich, das war MCs so, ja, genau, so ein richtiges MCs unter sich treffen. So. Das ist das ja auch das Coole daran eigentlich. Ja, genau. Sollte auch gar nicht getanzt werden. Es sollte auch nicht so laut sein, die Musik, dass man anfängt, wie das man Bock hat zu tanzen, dass man die Lyrics versteht. Darum ging es. Ja, das war auch wirklich. Ich sag auch schon, man meinte, ja, mach nicht die Musik, mach mal die Beats leiser. Ja, ja. Mach mal den Beat leiser, bitte, Mann. Bitte mach leiser, mach viel leiser, Alter. So ist es sonst nie im Royal Bunker so laut. Wir sind immer ganz leise im Royal Bunker, damit man alles versteht. Mach bitte ein bisschen leiser.
Ich steh um 12 Uhr morgens auf, fick deine Mutter und geh schlafen. Denn um 4 kommt deine Schwester aus der Schule und lang. Wenn man dann ans Mikrofon gegangen ist, dann wollte man natürlich die Leute auch überzeugen, dass das cool ist und dass man irgendwie der Schönste und der Beste und der Größte ist und so. Von Woche zu Woche haben die ganzen MCs, die da waren, sich auch hingesetzt und Texte geschrieben und wollten besser werden. Haben halt an ihren Raps gefeilt. Das war wirklich auch ein krasser Ansporn, glaube ich, halt für alle, die da waren. So. Durch diese Competition, also durch diesen Wettkampf sind die Leute halt unheimlich schnell, unheimlich gut geworden. Das war ein guter Move auf jeden Fall, um die Leute auch zusammenzubringen. Wie so ein Sportverein, wenn man es mal so vergleichen kann. Man trifft sich einmal die Woche, macht Training so. Und dann tritt man sich irgendwann mal zum Spiel, so. Wir haben da halt auch viel einfach so unsere neuesten Texte immer präsentiert. Halt immer, was man neu geschrieben hatte, ist man dann halt da hingegangen und hat das vorgerappt. Steiger hat auch am Anfang immer gesagt, habt ihr alle eure Hausaufgaben gemacht? Habt ihr neue Tracks geschrieben? Also das war nicht so, dass man da... Das war schon... Klar, es hat Spaß gemacht, es hat geschult, aber es war auch schon hart. Ich fand es dadurch eigentlich eher auch wirklich noch interessanter als so reine Freestyle-Veranstaltungen, weil reine Freestyle-Veranstaltungen, gerade bei Deutschen, rutschen wirklich sehr doll immer dahin ab, dass dann alle immer nur, yo, du weißt, ich bin am Mic, ich bin so tight, ich bin immer noch da, ich bin immer noch da, ich bin immer noch der Star, du weißt, ich bin am Mic und so weiter. Also das ist halt einfach nicht so spannend, aber wenn da einfach viele Leute sind, die irgendwie neu dabei sind, die irgendwie heiß darauf sind, da was zu machen, die auch wirklich halt ein bisschen neue Flows machen, so, das war ja schon, was da gerappt wurde, hat man garantiert zu der Zeit sonst in Deutschland überhaupt nicht so gehört, so in dieser Art. Ganz am Anfang waren halt da MCs, haben sich getroffen und einfach losgerappt. So. Wo denn? Im Royal Bunker. Ja. Was wolltest du sagen? Naja, Royal Bunker war eine krasse Zeit damals, also weißt du ja sicherlich auch. Ja. Also wir haben viel rumgegangen im Royal Bunker, waren auch schwer beeindruckt von den Leuten, die da waren. Oder von 2-3, so waren auch viele Opfer da. Ja, auf jeden Fall, man ist ja jeden Tag, jedes Wochenende, jeden Sonntag hat man sich getroffen, war schon auf jeden Fall auch aufgeregt, den Leuten die neuesten Texte zu zeigen und so. Auch wenn nicht oft was Neues da rumgekommen ist, weil man ist oft mit den alten Dingern da hingegangen. Aber es hat Spaß gemacht, so, man war unter sich, aber irgendwann ist es dann so gekommen, Publikum kam, also Leute haben Eintritt bezahlt, um das zu sehen, und das war nicht mehr das Feeling, was es vorher hatte. So, man war unter sich eigentlich im Royal Bunker. Es gab Tage, da waren vielleicht 60 Leute da, und es gab auch Tage, da waren nur 6 Leute oder sowas da. Das war echt immer unterschiedlich, man konnte es nicht so abschätzen. Manchmal waren wir auch nur unter uns. Also vor Publikum hat das sozusagen nie großartig stattgefunden, weil hinten auch gar nicht auch so der große Raum war. Aber es gab auch Tage, da war es ziemlich voll, wurde es dann besser besucht. So. Und es hat zum Teil Spaß gemacht, zum Teil auch nicht, je nachdem, was man für eine Leistung an den Tag da gebracht hatte. Oder ob man sich damals, zum Teil ich, überhaupt getraut hatte, nochmal da hochzugehen. Also es hat immer sehr lange gedauert, bis jemand sich getraut hat, ans Mic zu gehen. So. Also da war da irgendjemand, der hat aufgelegt, und dann hat ihn viel auf Stelle aufgewartet, weil der immer das bisschen so moderiert hat. Und dann, wenn dann der Erste ans Mic gegangen ist, dann haben die anderen sich auch getraut. Oft musste man die Leute halt auch wirklich so bitte, jetzt fangen doch an zu rappen und so. Ich habe halt so Conferencier gemacht, ich habe halt dann immer, bin dann ans Mikrofon, erstmal wenn einer am Mikrofon ist, dann ist es auf jeden Fall schon mal gut, dann ist die Hemmschwelle geringer. Naja. Weil hier jetzt auch gerade niemand wieder rappen möchte, wie immer, eigentlich, obwohl das hier eine MC-Veranstaltung ist und da ein MC eigentlich die ganze Woche drauf warten müsste, hier am Sonntag endlich das Mikrofon ergreifen zu können. Sie so quasi mit hängenden Lefzen in den Royal Bunker kommen müsste und sagen, wo ist das Mikrofon, Mann, mach das Mikrofon auf. Und hier sitzen alle rum wie im Kino und ist scheißegal. Ich glaube, da ging es nur darum, so wie vom Zehnerspringen, einfach nur so den eigenen Schweinehund überwinden, nicht Schweinehund, sondern diese eigene Furcht überwinden, so Chaka-mäßig und einfach nur machen. Aber jeder hat da eigentlich so seinen Respekt bekommen. Allein schon den Respekt, dass er sich traut, ans Mic zu gehen, so war schon für die Leute so Grund genug, um da jetzt auch zu applaudieren und einem Props zu geben. So, das war das Coole daran. Ja, es war dann irgendwie ganz spannend, so wie reagieren die Leute, was passiert so während ich rappe, weil man ja auch diese Bühnenerfahrung noch gar nicht großartig hatte. Aber es war nicht immer gut.
Also, kann man nicht sagen. Es waren dann so ein paar Leute, die waren halt eben, hatten schon ein bisschen so mehr oder weniger so im Untergrund da. Ein paar waren auch so neue Gesichter und es war alles Mögliche. Ich bin Anfänger, hänge auch mal rum. Kommt ihr mir dumm, mach ich euch krumm. Biege euch den Balken. Es gab auch manche, die haben jedes Mal die gleichen Texte gerappt. So. Ja, stimmt. Das war auch geil. So, wirklich so ein paar Typen kamen jedes Mal hin, haben jedes Mal die gleichen 2-16er oder so gekickt, die sie da am Start hatten. Aber es war dann halt auch immer wieder lustig, so, ah ja, jetzt er wieder. Und fast konnten schon alle mitrappen, so ungefähr. Das war echt ganz geil. Ich meine, es war früher, weißt du, wenn man alles durch die Brille der Nostalgie sieht, Ja, ich meine, damals war es so schön. Das war so schön. Ja, du bist ja gar nicht oft hingegangen. Du fandest es schon damals immer scheiße. Ich habe mich teilweise dann eben auch schon ein bisschen manchmal unwohl gefühlt, jetzt nur rein auf die Raps bezogen, weil ich eben nicht reingepasst habe in diesen Bunker da. Da waren ja auch schon Leute von BC dabei und hier und also Frauenarzt. Ich sag Muschi, Muschi, Muschi! Frauen sagen Pimmel, Pimmel, Pimmel! Ich fix sie in den Himmel! Mein Schwanz ist riesengroß! Ey! Was cool ist der Moos? Basbox, BR, Doppel, SPO, 3x! Irgendwann, wann war das? 99 glaube ich, war das sogar. Da komme ich dann sonntags dorthin mit dem Plattenspieler und sehe so ein Siegel vor der Tür. Bei diesem Feuerwunker. Und ich rufe die Leute an, ich so, ey, was geht denn hier? So, hier ist ein Siegel vor der Tür, sind alle gekommen, alle, wir standen davor, mit dem Plattenspieler wieder abgezogen. Dann hat mich der Hausbesitzer angerufen, weil wir hingeschrieben haben und da stand dann meine Telefonnummer. Dann hatte ich so Sprüche auf der Mailbox, wenn Sie jetzt nicht sofort zahlen, fliegen Sie raus! Und ich so, wer ist denn das? Dieser Typ, dieser Jimmy, das war so ein Afrikaner. Der hat da irgendwie Mietschulden gemacht und ist abgerockt. So war dann verschwunden von der Bildfläche. Und dann haben sie diesen Laden zugemacht. Das war echt bitter, ey. Aber egal, naja, ist nun mal passiert. Also natürlich war es kacke, man hat sich jetzt nicht mehr jeden Sonntag getroffen. Aber man war auch ganz froh, weil das ganze Ding ist zu groß geworden. Wie gesagt, Leute haben Eintritt bezahlt, um irgendwann da zu sein und so. Nur irgendwelche Mädchen haben da rumgesessen, um so Rapper da zu sehen und so, weißt du. Seitdem rasiere ich mich auch nicht mehr. Ich will nicht mehr attraktiv wirken und so. Ich habe gemerkt, oh nein, ich stehe auf der Bühne, ich bin ja attraktiv und so. Ich habe darauf keinen Bock mehr. Ich glaube, das war auch schon die Zeit, wo es auch gar nicht mehr so interessant war. Also das war schon noch ganz cool, aber die heiße Phase war auf jeden Fall vorbei. Also da war das dann schon, da waren fast mehr Leute, die gefilmt haben, als gerappt haben. Ja. Da war schon die Spaltung sehr stark, so, und da war es jetzt auch keinen Spaß mehr wirklich gemacht. Ach, meine Mann, dir hat das sowieso wirklich noch nie Spaß gemacht, glaube ich, diese Sachen, oder? Das ist dann wirklich immer nur so, ach ja, muss ich jetzt schon wieder rappen gehen, na gut. Und dann aber auf jeden Fall trotzdem 3 Stunden am Mic bleiben und stundenlang freestylen. Ja, wir waren ja schon mal in Form, muss ich auch lohnen, ne? Ja. Aber ich bin Zeit, man ist immerhin zum Verblatt meiner Rolle. In der Prozess, Zeit, dass du jetzt hochfällst, dass du mit der Gemeinde automatisch feinde. Mach die Sabber dann, die du denn in den Knack darfst. Die Gewässer, die du hier darfst, für ein Vorhalt. Crack, wenn der Ball hängt, sie dein Gehirn. Check, check, oder war er lieben, oder du mit dem Check im Gesicht, oder einer da im Schuss. Für Not ist notwendig, doch wenn ich alle Woche mit dem Stein, wenn ich mir gegen das Kau. Man kannte sich jetzt vorher schon. Also man muss sagen, Rebel war einer der wenigen, den ich wirklich angesprochen habe, wo ich gesagt habe, okay, ich rappe auch. The Reckoncy kommt klar. Rebel Wonder bedeutet Hip-Hop-Seminar. Was ist los, ich starte von Kraketen. Was ist los, ihr geht wieder zum Beten. Und dadurch habe ich dann die Leute auch so im Hip-Hop-Haus kennengelernt und da gab es dann Workshops und dann bin ich da auch hingegangen. Da waren so Freestyle-Workshops und habe ich dann auch ein bisschen versucht, da zu rappen und naja. Das Hip-Hop-Haus war eine Jugendeinrichtung. Das war, man muss sich vorstellen, wie ein Jugendheim mit Sozialpädagogenbetreuung, aber nur für Hip-Hop. Das heißt also, du hattest für die einzelnen Hip-Hop-Zweige Workshop-Leiter, Lehrer. Und die wurden direkt aus der Szene sozusagen gecastet, als ABM-Stelle eingesetzt. Ich war also als DJing da, Savage war für das MCing, dann hatten wir noch Writer, Poet und Weißes. Ich habe im Hip-Hop-Haus gearbeitet, in der Schildhornstraße in Steglitz, 2 Jahre ABM-Stelle, da habe ich so sogenannte Rap-Workshops gegeben.
Und da ist Steiger mit Rebel hingekommen. Hallo Rebel. Da war auf jeden Fall Steiger mit Rebel zusammen, mit dem er damals ja noch schon und da war. Und damals hat Steiger ja auch schon mal gerappt. Das ist danach dann so zwischendurch ein bisschen... Der Steiger-Tiger. Ja, irgendwie sowas. Und eigentlich wollte er da mit Rebel zusammen auch auftreten, aber irgendwie hatte Steiger totales Lampenfieber und hat am Mike dann kein Wort rausgekriegt oder so. Das war irgendwie, er hat das nicht so richtig funktioniert. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Steiger hat Mike kein Wort. Ja, stimmt. Da war Steiger noch eine ganz andere Bühnenpersönlichkeit als heutzutage. Steiger hat damals sehr schlecht gerappt, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben uns halt immer gegenseitig ein bisschen gebattelt. Und wenn jemand Neues kam, so war das natürlich auch gefundenes Fressen. Und dann hat man sich auf den gestürzt, mäßig so. Und dadurch habe ich dann die anderen Leute kennengelernt. Also früher Savasch, Funkfüchse, die späteren MOR. Ich weiß nur noch, dass Steiger uns auf jeden Fall in der Zeit immer als CDU-Rapper beschimpft hat. Also wir waren ja noch die Funkfüchse und dann gab es aber ja jetzt einen größeren Kreis. Und dann kam halt sowas wie erstmal so wie Masters of Universe, was irgendwie so ein total übertriebener Name ist. Und das war dann irgendwie dieses Naheliegendste, dann einfach den Masters of Rap dann zu nehmen. Also ich war Gründungsmitglied von MOR mit Justus und Fu Manchu. Und ich habe mit Fu Manchu eigentlich die meiste Mucke gemacht damals, so das hat großen Spaß gemacht. Und wir haben halt nach und nach immer alle möglichen Leute aus unserem Umfeld, die gerappt haben, dazugeholt. So, also viele Leute so, kannten sich davor gar nicht untereinander. Viele Leute waren zum Beispiel aus von meinen Freunden. Johannes hat von seinen Freunden, halt von seiner Crew, Olli und Martin zum Beispiel kamen von ihm. Ich habe halt Fuad, Jamin und Nico, das waren halt meine Bekannte so. Also ich weiß, wie gesagt, Savas mein Cousin heißt. Und da haben die dann halt MOR geformt ein bisschen. Und ich bin so 97 dazugestoßen. Halbwegs. Am Anfang wusste ich gar nicht, was ich von Steiger halten soll, weil der hatte halt diesen komischen Akzent auch irgendwie. Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wieso wir dann mehr gechillt haben. Irgendwas ist da passiert anscheinend so. Ach so, genau, ich weiß es. Weil der hatte eine Radiosendung beim Uniradio. Beim Uniradio, das war, habe ich mir ja immer vorgestellt, das könnte so eine Spielwiese sein, man kann da alles machen, man kann da viel ausprobieren. Das war es aber nie. Das war es gar nicht. Die wollten irgendwie Focus TV machen, aber als Studenten, was nie richtig funktioniert hat. Und da hat er sich noch Terror Tiger genannt so. Und da hat er uns halt alle eingeladen so. Und da war das erste Mal, dass man gemerkt hat, so, dass er halt so ein durchgedrehter Typ ist, der auf jeden Fall so andere Leute da so krass versucht so zu motivieren und zu involvieren so, weil er hat halt wirklich 20 Chaoten in dieses kleine Studio eingeladen so und musste uns vertrauen, dass wir da nichts kaputt machen und nichts klauen und so. Und das war auf jeden Fall geil. Dann habe ich wirklich mal alle Leute, die ich so kannte, eingeladen, die rappen. Und da kamen auch 20 Leute und die alle in diesem Studio und die haben dann da alle gerappt. Das war schon cool. Also ich kannte halt Markus Steiger schon zu der damaligen Zeit, weil er fürs Uniradio mal Sachen gemacht hat, in die auch irgendwie war. Also sprich, er hat mal ein Interview mit mir gemacht, beziehungsweise wir haben uns halt so ab und zu mal irgendwo getroffen, gesehen und so weiter. Er hatte dann auch für NK2 gearbeitet, eine Zeit lang. Nach dem Uniradio habe ich bei Radio 1 gearbeitet, habe dort ein Praktikum gemacht. Dann habe ich dann auch so einen Tag dort machen dürfen, Ausländer und Hip-Hop oder überhaupt. Also war natürlich so ein kulturelles Thema. Ich bin ja auch ein politischer Mensch und das waren dann natürlich so Themen, die mich dann auch so interessiert haben. Da kamen dann aber sehr überraschende Erkenntnisse raus. Es gibt so viele kriminelle türkische und arabische Jugendliche hier, die unfassbar kriminell abgehen, die mit Drogen dealen, die andere Leute grundlos einfach abziehen, zusammenschlagen, ständig in den Knast kommen, wieder rauskommen, aber nicht abgeschoben werden. Da sind ein paar, die unfassbar kriminell sind, die sich nicht anpassen wollen, die weder die Sprache lernen wollen, weder arbeiten gehen wollen. Diese Leute, meiner Meinung nach, haben ja auch nichts verloren, die sollten in ihr eigenes Land gehen und da am besten Krieg führen, gegen wen sie das auch machen wollen. Ich stehe dann so da als linksorientierter Sozialdemokrat und so, aha, aha. Ich habe ja damals das Hip-Hop-Haus gemacht, halt diesen Rap-Workshop. Ich habe für den Tagesspiegel gearbeitet, ich war auch da vor Tischler und so weiter, aber Tagesspiegel war ehrlich gesagt der Job, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber eigentlich hat es angefangen, indem dass die Schwester von Fu Manchu das gemacht hat. Und da hat irgendwie Fu Manchu selber drauf gekommen und der hat irgendwie Savas auch angesprochen, weil damit ist, keine Ahnung, weil so weil die auch beide auch kein Geld hatten, keine Arbeit und die es gesagt haben, vielleicht ist es lustig, die zu machen, haben die es gemacht. Man hat nur gestanden mit so einer Tagesspiegeljacke und hat die Lesegutscheine verteilt, aber es war irgendwie so, das war eine sehr leichte Arbeit so.
aber man hat so viel erlebt. Ich glaube, das war das, was mich am meisten geturnt hat. Einfach dieses Alltägliche auf der Straße, das war etwas sehr Cooles. So. Und da haben wir einfach voll viel Sachen erlebt und wir waren immer als Freunde, Kumpel, Trupps unterwegs. So. Wir haben auch immer Kinder angelobt, ob die Interesse haben, eine Playstation zu gewinnen und die ein bisschen ausfüllen. Dann haben wir jetzt die Kinder ausgefüllt und dann immer alte. Unsere Opfer waren immer alte Leute und Kinder, die haben dann immer ausgefüllt. Aber für unsere Bekanntenkreis haben wir die Leute auch immer wieder auch aufgeschrieben, sowas natürlich schon ein bisschen komisch ist. Das war lustig. Die Idee mit den Tapes, die kam dann halt danach, weil wir gemerkt haben, es gibt voll viele Leute, die Sachen machen. Es gab halt MOR, die ja selber auch schon 7, 8, 9 Leute waren. Und es gab halt die ganzen Leute, die zu Roya Bunker gekommen sind und sich da getroffen haben und gerappt haben. So. Und wir hatten einfach Bock, irgendwie das alles so ein bisschen, diese Berliner Szene, die eigentlich nicht so in Deutschland krass vertreten war, einfach auch mal so rausbringen zu können. Dann haben wir uns halt überlegt, okay, man müsste halt so ein Tape-Label machen. Wir haben natürlich nicht an Geschäft gedacht, sondern einfach seine Musik irgendwie publik zu machen. Dass das irgendwie so klar geht, dass das ein Weg ist. Niemand wollte Berliner Rap veröffentlichen, das war damals wirklich so. Und alle haben gesagt, irgendwie ja, mit diesem Style, auch dieser sexuelle Style und so weiter, das ist Quatsch. Gut, Savas wurde dann bei Put a Needle mit einer Single veröffentlicht. Dann haben wir uns eigentlich auch gedacht, okay, man kann das natürlich auch auf Tape rausbringen. Ja. Taklos hat es gemacht, der hat Tapes gemacht, ich weiß jetzt nicht, das war alles so eine Zeit. Die erste Idee war dann, dass wir das Mikrokosmos nennen und unter dem Namen haben wir, glaube ich, sogar das erste Tape dann gemacht, das Berlin Nummer 1, Volume 1. Und dann ist es aber so, also es waren ursprünglich MK, Reef, Steiger, ich. Gegründet wurde das ganze Label als Mikrokosmos. Von Reef, Savas, Hülse und MK und mir. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich nicht, weiß ich auch nicht. So hat eigentlich angefangen mit Mikrokosmos halt. Das haben wir damals gegründet halt, Mikrokosmos, und haben uns gedacht, wir müssen eigentlich die ganzen MCs, die wir kennen, halt irgendwie auf einen Tape unterbringen vielleicht und halt auch mal der breiteren Masse halt zugänglich machen halt, weil es gab ja viel gute Musik. Und daraus ist dann halt das Berlin Nummer 1 Tape entstanden. Dann hat Steiger Tapes angefangen zu machen. So 20 Tapes, 30, 50 Tapes oder so. Hat dann so eine Kompilation zusammengeschmissen, wo alle mit drauf waren aus Berlin, halt unsere Leute, weißt du, sich das Kusawasch MOR aus dem Norden, Romansen, irgendwelche anderen Rapper noch, sogar hier Sekte-Leute waren mit auf dem Tape. Berlin Nummer 1, Volume 1. Zum Beispiel Lunte war da noch mit drauf, dann Fuhr natürlich, Savas, klar. Mein erstes Release sozusagen war mit Fuhrt auf der Berlin Nummer 1 Volume 1. Und ja, was ich damals auch voll scheiße fand, weil ich überhaupt gar nicht mit meinem Beat zufrieden war. Und ich fand es eigentlich nicht so toll, aber es ist schon in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Und dann haben wir den Sampler gemacht, diesen Berlin Nummer 1 Volume 1 Sampler. Und da haben wir 100 Stück gemacht. Und das ist halt, aber gut, das ist jetzt mittlerweile wirklich bekannt. Man hat, das ist auch das erste und einzige Anfangskapital, was da reingesteckt wurde. War viel Arbeitszeit natürlich irgendwann mal, aber halt Geld waren 260 Mark. Erste Tape-Auflage verkauft, Geld gesammelt, Geld gespart, wieder eingesetzt und so ging es weiter. Guten Tag. Sie wollen unsere Frau Junge? Ja. Ja, eigentlich. Also mit der hatte ich bis jetzt telefoniert. Aber ich brauche natürlich auch noch Etiketten. Na, muss ja alles bestellt werden. Genau. Ich habe sowas unheimlich gemacht. 5000 Mark kriegen werden. Ja, das ist schön. Ich meine, wir freuen uns ja. Man hatte eine coole Phase mit Steiger. Also war schon auch cool. Aber Steiger, der denkt nur an Business. Das, was er anderen Leuten vorwirft, ist er selber vom Feinsten. Mann, der ist eine Schlange, der macht Business.
Weißt du, der hat sich nicht um uns gekümmert. Der hat unser das Geld, was er mit uns gemacht hat, dafür benutzt und hat es in MOR und Savasch reingesteckt. Wo Savasch hat ihm nicht mehr gehört. Mann, egal. Auf jeden Fall hat er das ganze Geld in MOR reingesteckt und so. Und das hat uns so. Wir haben auch viel Geld für Royal Bunker gemacht, aber haben davon zu wenig gesehen. Er hat sich zu wenig um uns gekümmert. Und darauf hatten wir keinen Bock. Wir haben gesagt, Steiger, wir machen das alles alleine. Wir haben dann auch einfach, ohne ihm das zu sagen, unser nächstes Tape, auf was er sich schon gefreut hat und so, unser nächstes Album haben wir einfach selber rausgebracht und so. Ja. Lief auch viel besser, seitdem wir es alleine gemacht haben. Komischerweise kamen dann plötzlich Auftrittsangebote und so. Ja. Und so ist es dann halt weiter verlaufen. Dann hat sich aber schnell irgendwie herauskristallisiert, dass Steiger der Einzige ist, der wirklich was dafür gemacht hat. Okay, wir machen das alles basisdemokratisch. Jeder hat recht. Reef hat dann sich eh nicht mehr so krass involviert und irgendwie hat dann Steiger auch so mit MK ein bisschen den Kontakt abgebrochen. Dann hatten Steiger und ich diverse Differenzen und haben uns dann sozusagen getrennt und ich habe Mikrokosmos weitergemacht. Und ich habe eh gesagt, ich bin lieber Rapper, anstatt jetzt irgendwie irgendwelche Label-Mist zu machen und da irgendwie rumzurennen und so. Ich überlasse es ihm. Nach einem halben Jahr stellt es okay, alle Konten laufen über mich. Ich trage die ganze Verantwortung. Es läuft auch nicht so basisdemokratisch. Dann wartet man noch ein bisschen. Und dann nach einem halben Jahr sagt man, okay, pass auf, ich bin hier jetzt der Chef, ich habe den Mut auf. Das ist so. Steiger hat Royal Bunker dann weitergemacht. Erstmal Monopol. Genau, erstmal hieß es ja Monopol Recordings. Dann hieß das Label kurz Monopol. Ich weiß auch nicht, aus welchem Grund. Und dann hat halt Steiger gesagt, was liegt eigentlich näher, als es wirklich auch nach dem Club zu benennen, in dem wir angefangen haben mit den Cyphers, und dann hieß es Royal Bunker halt. Und dann Berlin Nummer 1, Volume 2. Es war so ein bisschen so ein Tape, so ein bisschen, was halt vielleicht mehr oder weniger diesen Club repräsentieren sollte. Wobei das erste Tape eigentlich, glaube ich, nicht so gut gelaufen ist. Und dann gab es jetzt noch eine zweite Ausgabe, die ist auch so, ist alles so um 98, 99 passiert. Und da sind halt eben so Gruppen wie die MOR oder auch Sekte, wer war da noch drauf? Diablo, Rosenmensen. Und diese Leute haben halt eben Leute Tracks gemacht und das war so ein bisschen auch für, also jetzt nicht für den Club Royal Bunker, sondern für das Label Royal Bunker im Nachhinein so, das war so ein bisschen so der Startschuss für andere Projekte oder auch für bekannt sein, weil das Tape hat sich bis heute, ich weiß nicht, vielleicht jetzt so 9000 Mal oder sowas verkauft. Und irgendwann, kam diese Ära von Royal Bunker mit den ganzen Tapes und so weiter. Und es war sozusagen ein etwas Besonderes, so ein Tape zu besitzen. In Deutschland war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch sehr neu, dass Leute ein Album auf Tape machen, so, weil man war gewohnt, dass es Demo-Tapes gibt. Aber wir haben das halt, das war halt das Günstigste, was man herstellen konnte zu dem Zeitpunkt und so. Und einfach drauf geschissen und gemacht. So. Und ich habe halt, wollte jedes Tape haben, so. Damals sind wir halt so rumgegangen, obwohl es schlechter Sound war und vielleicht auch nicht so ausgefeilt, so. Und man hat immer gehört, dass es schnell aufgenommen war, immer so schnell einfach so Sessions, so. Die Soundqualität war einem scheißegal und man hat es einfach so rausgeworfen und den Leuten gegeben und das war, was die Leute so geturnt hat. Ich einfach treffen, den Beat nehmen, den es gab, schreiben, aufnehmen. Fertig. Die Tapes waren definitiv dope. Also wenn man Kool Savas oder MOR, Fu Manchu, irgendwas auf Tape gehört hat, für jeden, der Ohren an seinem Kopf hat, der hat gehört, dass das cooler Rap ist. Aber das ist auch das Reizvolle daran, weil das bisher keiner so rausgebracht hat. Im deutschen Hip-Hop haben alle sich immer, das musste immer voll sauber klingen und so. Und die haben sich erstmal, die waren glaube ich die Ersten, so, die keinen Fick gegeben haben und einfach das aufgenommen und rausgebracht haben. Und deswegen war das auch auf jeden Fall eine neue Ära, die gestartet haben mit den Tapes und so weiter. Es gab damals kein Battle-Rap außerhalb von Berlin. Das war so. Das haben wir in die Welt gebracht. Battle ist einfach eine Auseinandersetzung, jetzt in unserem Fall als MCs, eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei MCs, die sich entweder nicht leiden können oder im sportlichen Sinne halt wie eine Sportveranstaltung, man kämpft gegeneinander. Okay, 16 Leute bleiben übrig. Danach, ihr kennt die Weltmeisterschaft, One-on-Ones bis ins Finale, also Elimination, K.O.-System. Wer gewinnt, bleibt drin, wer verliert, fliegt raus.
Okay, ich bin eigentlich ein Battle-MC, das heißt, wenn ich Texte schreibe, ist es immer so, als ob ich einen imaginären Feind vor mir habe und ich schreibe gegen ihn, also ich schreibe voll viel in der Du-Form, du und so, du bist so und so, und insofern ist es für mich schon ein unverzichtbarer Teil von Hip-Hop, gerade jetzt auf meine Raps hin. Ansonsten finde ich es auch cool und wichtig, gerade bei Breakdance finde ich Battles sehr wichtig, bei Graffiti mittlerweile sind die, glaube ich, nicht mehr so aktuell. Und was gibt's noch? Ja, bei DJs sind ja Battles auch sehr wichtig. Es ist einfach cool so. Ich meine, es ist einfach Wettkampf und es treibt einen voran halt. Das ist auf jeden Fall der Grundgedanke. So hat es ja auch eigentlich angefangen. Irgendwie sich mit Fäusten sich jetzt zu schlagen auf der Straße, sondern irgendwie dann sich irgendwie verbal halt gegenseitig niederzumachen und also sich halt auf eine andere Art und Weise zu messen. So. Direkt Leute angreifen und beleidigen und direkt auch, sag ich mal, irgendwelche Namen nennen und schon eigentlich Sachen vielleicht auch sagen, die man jetzt, oder wo jetzt andere Leute nicht mit rechnen, dass sowas überhaupt als Musik erscheint. Ja, das ist halt diese gute... Berlin. Also zum ersten Mal halt so unter die Gürtellinie, dass man halt zusammen gehört hat. Wo man erstmal so denkt, dass halt krankhaft ist und ja, keine Ahnung. Das, wo man sich halt damit auseinandersetzen muss. Positiv oder negativ, wie auch immer. Was gab's auf jeden Fall davor nicht. Ey! Ich hab mir letztens sagen lassen, du trägst deine Spratze! Aber egal, weil ich weiß, Alter, du schick dich voll in die Klatze! Warum bist du schwul und willst mir Blut drauf checken? Egal, weil ich brech in die Fresse und brech alle Gelenke! Mann, Alter, schick dich direkt im Hospital mit Ambulanz! Egal, Alter, ich weiß, dass du auf deinen Partys tanzt! Du bist endlich und hast ein riesengroßes Bravo-Poster, womit du spielst über dein Scheiße! Mich am Alter, du nimmst dich auf Treffer und werd dich mal cool an! Die Leute sehen mich und wollen Zugang! Was guckst du eigentlich so? Du bist hässlich und du bist gar nicht agil! Du siehst tief aus, du bist richtig niedlich. Battle ist ein sehr großer Teil von meiner Lyrik so. Weil ich bin seit ich denken kann, gibt es nur Wettbewerb. Schon in der Grundschule gab es Bundesjugendspiele. Wenn du dich auf einen Fight mit jemandem einlässt, ist es Stress, natürlich. Es ist immer Stress, auch selbst wenn du angreifst. Weil es könnte eine Reaktion kommen. Und da finde ich, Da sind manche Rapper, manche Battle-Rapper, das haben die nicht so drauf, dass sie das dann auch durchhalten bis zum Ende. Dass sie dann sagen, okay, ich habe es gesagt, ja und, was jetzt? Was willst du jetzt machen? Nicht, dass man das jetzt sofort in Schlägerei oder so ausarten lassen muss. Also, wenn ein anderer MC das nicht drauf hat, das verbal zu verkraften oder da verbal zurückzuschlagen und dann anfängt zu schlägern, hat man ja auch. Aber selbst das müsste man aushalten und sagen, guck mal, wie dumm du bist, dass du mich jetzt schlagen musst. Berlin war immer Stress. Also wenn du eine Jam in Deutschland gemacht hast und die Berliner waren da, dann wusstest du, okay, ich gehe jetzt lieber nach Hause oder ich gehe ins Krankenhaus. Andere Alternativen gab es, naja, ist übertrieben, aber es gab wirklich sehr viel Stress immer mit den Berlinern, weil die einfach die härtesten mit waren. Also wenn ich sage, in Berlin gelten eigene Gesetze, dann ist es tatsächlich so, dass diese Stadt war 40 Jahre eingekerkert. Und die sind alle in dieser Insel groß geworden. Und da gibt es halt diese Kultur, die es in anderen Städten nicht gibt. Also wenn ich hier Straßenbahn fahre oder U-Bahn, dann merke ich wirklich, dass diese Stadt, das ist ähnlich wie mit New York, die hat eine eigene Energie und die ist spürbar. Und die wird natürlich durch die Menschen übertragen und hier herrscht mehr Aggressivität, die Umgangsformen sind wesentlich rüder und wenn du nicht aufpasst, kriegst du ja auch schon mal eine Schelle um die Ecke. Rap in Berlin ist auch mehr so ein Underground-Ding, also Underground auch in dem Sinne, dass hier eine Schicht von Menschen überhaupt besteht, die eben wenig Geld hat. Oder es gibt die Möglichkeit in dieser Stadt total unsichtbar zu sein und nicht wahrgenommen zu werden. Das ist auch noch so ein Ding. Diese Stadt ist wie ein einziger Test. Du wirst die ganze Zeit getestet. Du wirst echt getestet. Die Form nicht an, um zu gucken, wie reagiert er jetzt. Und wenn du falsch reagierst, dann ist es halt vorbei. Und wenn du richtig reagierst, dann hast du halt deinen Respekt. Ja, na klar. Ich meine, das war ja natürlich am Anfang, vielen Dank, war ja auf jeden Fall auch so ein wichtiges Element natürlich, diese Abgrenzung zu den anderen Berliner Rappern, die es sonst noch so gab.
damals waren es ja gar nicht so viele, aber es gab halt so irgendwie diese Ostberliner da, so Gauner und Konsorten. Das Ost-West-Ding ist ja halt eigentlich immer noch aktuell im Rap, so halt, wir kommen, Westler kommen aus dem Westen, Ostler kommen aus dem Osten, das ist ja nun mal Fakt, und wenn sich das halt so ein bisschen aufputscht, so halt, und jemand vielleicht die Raps von jemand anderem nicht mag, der aus dem Osten kommt oder so, dann wird man sofort ausgebuht und so halt. Aber das ist, ich meine, das gehört dazu halt. Also das ist ja auch ein bisschen, hat ja ein bisschen was von Competition so halt irgendwie. Dass man trotzdem beweist, so ey, ich, auch wenn du denkst, ich bin ein Ostler oder so halt, oder was derjenige auch immer denkt, so halt irgendwie, ich kann trotzdem gut rappen oder so halt. Also man muss sich schon ein bisschen beweisen so halt. Also, ja, aber das ist ja Grundgedanke, was du damals gemacht hast. Nee, auf der Bühne. Gar nicht, nee. Das ist auch nicht der Grundgedanke. So. Aber das passt. Man kann überlegen, was man will, weißt du, aber einfach dann Ostlauer ab im Chorus irgendwie die ganze Zeit zu brüllen, bis er nicht von der Bühne ist, macht dann auch keinen Sinn. Da gibt es ihm gar keine Chance. Das war es so halt. So habe ich es gehört. Weil kann sein, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Müsste man mal nachfragen. Battle ist quasi verschärfte Form von Wettbewerb. Battle ist Mann gegen Mann, Schlagabtausch. Und auch das gehört definitiv zum Hip-Hop dazu, auf jeden Fall. Ich denke, dass man es aber auf den Rap belassen sollte, und sobald es über den Rap hinausgeht und die Fäden irgendwie ernsthaft werden, ist es Bullshit und unklar. Und da gab es ja natürlich auch damals so öfter so kleine Zusammenstöße, halt bei irgendwelchen, da gab es halt öfter irgendwelche so Freestyle-Battle-Veranstaltungen irgendwo in irgendwelchen Clubs im Osten und so, wo wir dann auch hingegangen sind. Es gab auch keine so eine Katalysator-Figur wie Savage im Osten. Es gab auf jeden Fall irgendwann mal einen Kult-Battle zwischen Furt und Lunte. Lunte war auch einer von diesen Ost-Berlinern so aus dem Zeug. Lunte war auch so Taktus geschlagen im Auto. Und so. Ja, das auch, ja. Aber da im Bunker haben auf jeden Fall die irgendwie gebettelt, und Fuhr hat einfach nur ohne Reime ihm irgendwelche Schimpfwörter ins Gesicht geschrien. Lunte, Tunte, Arschwitzer, Scheißsau, Lunte, Tunte, irgendwas. Lunte kam öfter vor. Ja, das kam mehrmals auf jeden Fall. Lunte meinte nur noch so, ja okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dann hat Fuhr ihm noch das Mal gegen die Brust geschmissen, sodass es richtig geknallt hat. Klar, wenn man Battle Rap macht, braucht man natürlich auch in Anführungsstrichen ein Feindbild. Und wenn man in einer großen Stadt wie Berlin wohnt, sucht man sich halt seine Feindbilder. Und irgendwie waren es halt damals so die Feindbilder, so Ossi, Wessi und so weiter. Lunte war nie Bomb, sondern immer nur die Lunte. Klar, auf den Bühnen wurde es teilweise auch hart ausgetragen. Also wenn man sich dann so bestimmte Battles irgendwie erinnert, irgendwie, sagen wir mal, Gauner und Savage und Fuhrt und so weiter. Aber, oder ja, halt auch dieses, was dann von Royal Hunger kam, dieses West-Berlin-Schlagwort, was dann einmal diese Runde gemacht hat. Klar, waren das so Sachen, also wo man sich auch dran gestoßen hat, aber letztendlich, glaube ich, hatte keiner aus Ost-Berlin und keiner aus West-Berlin irgendein Problem mit den anderen. Dicker, du bist besser, besser, du bist die Fresse, denn du weißt, dass Schweinfett in deine Mutter fressen. Ich bin kein Gewicht, ich habe es Nummer, einzig mit Sorge, Schule, mit Kummer, ich gehe auf die Fresse, auf kein Fett, du hast mich zu wollen, denn ich bin in deine Mutter, denn ich fresse. Wir haben uns eine Weile mit angeguckt, war auch okay, war ja auch Rap so, bla. War nicht schlimm, Underdog-Crew, denen ihre Show was hatte, die haben es auch toleriert. Es geht hier alles verdammt nochmal um Hip-Hop. Und wenn jetzt eine Ahnung an, was Hip-Hop ist, den sollte man verdammt nochmal voll in die Fresse schlagen. Es geht hier um Hip-Hop, nicht im Ost und West. Um eins über allein, Hip-Hop, Hip-Hop. Also für den Rest Deutschlands sah es natürlich so aus, als wenn hier das große Battle-Ding am Laufen ist. Aber ich glaube, das war zum gewissen Prozentsatz auch einfach Entertainment. Also die Leute haben einfach gesehen, ey, da passiert was, da passiert auch mal was, was im Prinzip nicht Eierbackenkuchen ist oder so, sondern die fighten sich halt. Und irgendwie macht es natürlich auch Spaß zu sagen, so West-Berlin, und man repräsentiert einfach, wo man herkommt, das ist ein bisschen cool so. Und ich meine, die Ostler können das auch machen, und das ist auch ein bisschen Battle, aber das ist nicht so jetzt so super ernst nehmbar. Für mich, wenn einer dope ist, ist er dope. Das ist alles. Es liegt natürlich daran, das weh zu machen, also ist auch schöner, als das Ohr zu machen. Worauf es mir in der Situation besonders ankam, ist,
gegen ihr West-Berlin-Geschreie kein Ost-Berlin-Geschreie entgegenzusetzen. Haben wir auch nicht gemacht. Das hat wirklich niemand im ganzen Saal mit Ostseite geantwortet, sondern wir haben geantwortet mit Hip-Hop, Hip-Hop. Und dadurch standen die natürlich sehr peinlich da. Hip-Hop, 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 Hip-Hop. Weil sowieso die Verkehrer immer gegen Anschreien! Vielleicht, wenn ich unten gewesen wäre und da wären andere auf die Bühne gegangen und hätten sich so verhalten, vielleicht hätte ich das auch als störend empfunden. Das will ich nicht abstreiten. Ich will nicht sagen, dass das super cool war, was wir gemacht haben. Aber im Endeffekt, ich stand oben und irgendwie hat mich das Publikum irgendwann angekotzt, weil die Mikros waren sowieso leise. Die können mir nicht sagen, dass sie richtig was verstanden haben. Egal, was ich gegen ihn gesagt habe oder er gegen mich, es war nur... hat man eh nur so viel verstanden. Und daher... Und die haben dann irgendwann nur, weil sie dachten, ich schieb einen coolen dort, dachten sie, sie müssen mich fertig machen, weil es ist so völlig lächerlich und fangen an, Eastside und Hip-Hop und so eine Scheiße zu rufen. Das war mir egal im Endeffekt. Egal ob Ost, West, Nord, Süd, das ist völlig Latte. In Berlin gönnt keiner dem anderen was. Das ist ja grundsätzlich sowieso schon so in Deutschland, das ist grundsätzlich im deutschen Hip-Hop so, aber in Berlin so extrem wie hier, das geht gar nicht. Jeder hängt in seiner eigenen Clique rum und so wie die andere Clique irgendwas reißt, wird die also massiv gedisst. Das heißt, die zerforken sich erstmal hier innerhalb der Stadt und dann kriegen sie von draußen auch noch auf die Birne. Berlin hat ja, was Veröffentlichungen angeht, zu der damaligen Zeit echt so ein bisschen hinterhergehangen. Also es gab halt viele Sachen aus Hamburg, es gab viele Sachen aus Stuttgart, es gab viele Sachen aus Köln und sonst woher. München. Die Entwicklung des deutschsprachigen Raps sieht ja so aus, dass es wirklich aus einem sehr politischen Anspruch herauskam. Du hattest da halt Public Enemy in den 80ern in den USA und die komplette Generation, die Anfang der 90er gerappt hat, ist von diesem politischen Rap wie Public Enemy geprägt. Und deswegen hast du auch Advanced Chemistry, die halt dann so einen Track machen, wie Fremd im eigenen Land. Also Fremd im eigenen Land, die Single kam damals raus. Und es gab einfach schon diese Szene, die da was auf die Beine gestellt hat, selbstständig und unabhängig von allen anderen Strukturen. Und das war das, was mich interessiert hat. Dass da was entsteht, dass da was passiert. Das war auch das, was mich massiv beeinflusst hat, auch später. Also das Label ist in direkter Linie dazu zu sehen. Also nach wie vor. Begonnen habe ich natürlich auch so ein bisschen, weil so dieses Ami-Vorbild und so, man muss so ein bisschen was Politisches in den Raps haben, so mehr oder weniger. Und ja, da hat man das halt probiert, aber das ist wirklich Blödsinn. Also so politische Sachen rappen, das ist halt auch sehr gefährlich. Man muss es wirklich ganz exakt und ganz genau machen und darf da nicht missverstanden werden und muss inhaltlich auch sehr viel transportieren. Und sobald es halt nicht wirklich sehr, sehr gut ist, ist es halt schon sehr, sehr schlecht. Also es gibt keinen politischen Track für mich, der so irgendwo in der Mitte ist. Dann höre ich wirklich lieber Texte übers Ficken. Und dann kam halt die Hamburger Fraktion, vor allem Tobi und Bo und 5 Sterne Deluxe, die das Ganze halt in eine humorige Ecke gezogen haben, die viele der Politiker natürlich als Clown-Rap empfunden haben oder als Spaß-Rap. Dadurch dann auch, dass gerade diese Westberliner Leute dann nicht nur Anführungsstrichen gegen die Ostberliner, sondern auch gegen die Hamburger, gegen die Stuttgarter, gegen die Münchner, gegen sonst was alles oder generell gegen alles, was aus Westdeutschland kam, gefrontet haben, hast natürlich abgefärbt. Also ich finde das auch nach wie vor, wenn ich mir Sachen irgendwie anhöre von uns aus der Zeit und anderen Deutschrap-Kram aus der Zeit, da gab es bestimmt Leute, die technisch besser gerappt haben als wir, aber ich finde das wirklich halt alles, das ist einfach alles behindert vom Style her und von dem, was die gesagt haben. Also es wurde kaum irgendwie wirklich mal, wie man heutzutage sagt, authentischer Rap gemacht. Mir ist das Wort Authentizität sehr wichtig. Das gab's halt in Berlin. Das waren die Leute, die waren aggressiv und die waren abgeturnt von den ganzen anderen Leuten und es war halt Spaß gemacht, sich da auch so einzumauern und zu bunkern und auch zusammenzuhalten und sagen, okay, wir ficken die anderen. Mit den ersten Bunker-Releases und auch halt mit dem ersten Maskulin-Tape so, war das erste Mal so, dass eine andere Seite von Berlin gezeigt wurde, die es davor eigentlich nicht gab so. Oder beziehungsweise die davor halt nicht so präsentiert wurde. Es gab keinen deutschen Wettbewerb.
Meiner Meinung nach nicht. Es gibt bestimmt Leute, die jetzt sagen, oh, nie im Leben, wir in Gießen, wir waren die Härtesten und wir haben diese Mutterfickerei mir schon vor euch gehabt, bitte, ja. Wir haben sie veröffentlicht, das ist der Unterschied. Du bist ein Legastheniker, nicht mehr, nicht weniger, bla 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 und sagst, verpiss dich, okay, Digga, das kannst du machen, mit wem du willst, mit wem du willst, aber nicht mit mir. Und dann kommt wieder eine Stelle, vielleicht nicht zu dir und dann will ich genau, dir. Du kleiner Vollidiot, wer ist tot? Doch ich behandle dich wie verschimmeltes Toastbrot. Es gab zum Beispiel in Frankfurt Izzy und Tone, die zum Beispiel 94 war das, glaube ich, auch schon so Sachen gemacht haben, die damals, also es war weit vor Savage, als Savage noch auf Englisch gerappt hat und so weiter, mindestens genauso hart in der Ausdrucksform machen, wie das, was Savage dann später gemacht hat. Schmeiß dich weg, als wärst du Dreck, hör dich ab, nicht so knapp, mach dich dünn, also mach dich fin, denn sonst dauer ich dich, wenn du krass, damit du Fotzenlecker blickst und trafst, wen du vor dir hast. Ich bin der Chub mit der Farbe im Gesicht, die du nicht haben willst, auch nicht, wenn du im Solarium stirbst, ich diss dich. Das Einzige, was jetzt von der Offenheit her, von der Sprache her eigentlich auch so war halt konkret Finn aus Frankfurt, der ja noch viel früher seine ersten Sachen geleased hat, so. Und das war eigentlich auch, also Tone war eigentlich der einzige Rapper, so den auch andere Berliner Rapper auch gehört haben. So, das war der einzige Rapper, den wir auch cool fanden, so aus Deutschland auf Deutsch. Also konkret Finn ist so das Einzige, was irgendwie jetzt momentan angesagt ist, noch so außer Funk für zu Maskenburg. Oder die Leute, die damals schon, sag ich mal, in die Sache involviert waren und diese Maxi mitbekommen haben, also für die ist es ein Kultding heutzutage. Ich diss dich hieß es, ich glaube 94 war es, ist die so rausgekommen, 93, 94. Word, ungeschlagen zu der Zeit auf jeden Fall. Bis heute eigentlich. Dann Tone, bitte, nimm uns das nur nicht übel, dass wir so große Fans von dir sind. Wir wissen, du hast uns nie gemocht, aber egal. Wegen den Nigger-Worten. Weil wir immer das N-Wort benutzt haben, aber wir haben es doch nicht böse gemeint. Wir machen du hast es nie doch selber auch gesagt. Ja, genau. Aber du bist natürlich auch wirklich ein Afro-Deutscher und Mann, ganz ernsthaft. Es tut mir so leid. Der gute Ton. Ja, es ist leider wirklich wahr, Ton wollte nichts mit uns zu tun haben. Diese letzten 4-5 Jahre, die Battle-Rap-Entwicklung in Deutschland, definitiv Berlin, ein paar Stücke natürlich auch Frankfurt, Assad darf man nicht vergessen und Tone und auch Flame, aber ein Großteil für die Kids Berlin. Wir waren alle dabei, Berlin Rap zu definieren, okay? Und das war das Main-Gefühl, so. Das war das Hauptgefühl in der ganzen Geschichte, denke ich so. Wir wollten Berlin durch uns eine neue Definition geben, so. Haben wir doch geschafft. Das kann man schon so sagen, da dass eine neue Generation ist. Definitiv, Roy Bunker war der Anfang von einer neuen Art, sich zu organisieren, einer neuen Art von Musik, einer neuen Art von einer Idee, wie man so ein Untergrund-Hip-Hop-Ding aufziehen könnte. War auf jeden Fall sehr wichtig. Im Endeffekt haben wir sozusagen eine Bewegung losgetreten. So. Insofern war es auf jeden Fall, was jetzt die Sprachen und die Texte angeht, schon Meilenstein, also was heißt Meilenstein? Eine Revolution in dem Sinne, weil es komplett ein anderer Ansatzpunkt von Rap war. Dann kamen letztendlich einfach so Reize in Form von Wörtern und auch Beats, die aggressiver waren und einfach mal rausgestochen waren. So. Und ich denke mir, das war das Entscheidende. So. Und dass es einfach gepasst hat, dass einfach gute Sprüche dabei waren, wo die Leute, wo man es hört und man denkt sich auf jeden. Yo, der Spaß ist jetzt vorbei und das Morgen wird gestorben. Im dritten Weltkrieg kämpft der Süden gegen den Norden. Ich bin vor den meisten anderen Menschen auf dem Schlachtfeld. Nämlich jetzt schon mit Tarnkleidung und Knarre bin ich am Mike bereit für Action. Für mich gibt es halt keine Grenzen in meinem Battle und ich denke einfach, man sollte, auch wenn man persönlich wird oder so, manche haben Probleme damit, so wenn es dann anfängt, so in den sexistischen Bereich zu gehen und wenn man anfängt, über die Mutter vom anderen zu sprechen, mir ist es scheißegal. Also ich finde einfach, der Flow muss stimmen, der Style muss stimmen und dann. Who's the boss? Unser Dings ist mit Fäkalien. Trotzdem meine Beats wogen von hier bis nach Australien. Ich töte Aaron und 69 mit Eva. Ich fick alles, was noch lebt. Spaß nur auf Käfer. Im Grunde war Savage nie ein Sexrapper. Er war immer nur ein Battle-Rapper. Und ähnlich würde ich es auch sagen mit M.O.R. und anderen Royal Bunker Artists, die waren nie diese Sex-Rapper oder so, auf die man sie reduziert hat, sondern sie haben einfach Battle-Rap gemacht.
ehrlich. Ich komme aus der Zukunft. Sag doch nur ihn, das ist mein Opa. Ich bin der Opa als alle hier. In der Zukunftsvision von der Polizei bin ich Knast oder tot. Doch das ist Fiktion. Meine Mission heißt Weiße ermorden. Weiße ermorden. Also ich weiß nicht, ob der Jugendschutz das irgendwann mal gehört hat, aber das waren auch Sachen dabei, also da kann man sich durchaus streiten, ob das überhaupt vertretbar ist. Ich meine, es war halt Battle Rap und da kannst du einfach sagen, was du willst. So. Und das war vielleicht schon irgendwie erstmal so was Neues da, irgendwie so ein gewisses so Tabus irgendwie zu brechen. Da war auf jeden Fall Bedarf nach was Neuem. Und Berlin hat es gebracht, Royal Bunker hat es mit als erstes gebracht, deswegen sind sie auch als erstes so explodiert. Weil sie halt die besten dieser Leute auf ihrem Label hatten, wie Savage, wie MOR, Justus Jonas. Das war wirklich echt verrückt in dieser Anfangszeit, wo es halt auch wirklich noch nicht so viel von diesem Underground-Deutschrap gab, so irgendwelche Leute, die Tapes rausbringen und so. Und da gab es wirklich einige Auftritte, die richtig wahnsinnig waren und dann echt da hunderte von fanatischen Kids da waren, denen man ihre teuren Versandklamotten von oben bis unten mit Autogramm vollschmieren musste und so. Das war geil, also ich meine, ja, das ist einfach cool. Und dann kommen die an mit Unterschrift und hier, und das ist schon cool, so wenn die, oder die kennen deine Texte und also, du guckst in die Menge und die rappen deine Texte mit, so, das ist auf jeden Fall schon krass. Und Hoyerswerda war da auch total wahnsinnig, ja. Weißt du, das ist noch unser erster Hoyerswerda-Auftritt. Das war wahnsinnig. Davon habe ich auch noch so einen schönen Ausschnitt aus der Lokalzeitung von dort. Die Stars. Ja. Aber das war wirklich so richtig, als wären wir da die totalen Stars in Hoyerswerda. Und so ging das dann immer weiter. Es war für die Leute echt etwas krass Neues. So. Die sind auf jeden Fall sehr fanatisch teilweise abgegangen. So. Ich glaube, was neu war, war einfach, sie haben einen Rap gebracht, der eben den Kids andere Sachen näher gebracht haben. Also die hatten ihren Spaß mit den Hamburgern, die hatten ihre Consciousness-Sachen mit den Stuttgartern, wo sie was zum Nachdenken bekommen haben. Aber sie hatten nichts für ihre Akkuseite. Aber es gab auch Leute, die es falsch verstanden haben und die das auch abgefuckt hat, so das, was man macht. Das hat man manchmal auch zu spüren bekommen, beziehungsweise man hat auch gemerkt, so gerade, dass sehr wenig Mädchen zu den Konzerten kommen. Und die kommen, das waren dann halt die vielleicht ein bisschen diesen Humor nachvollzogen haben oder vielleicht waren es wirklich Huren, keine Ahnung, nein. Aber die das einfach witzig fanden. So. Ich piss auf deine Leiche, damit sie besser brennt. Komme von der Sekte, Kimba, wie man mich nennt. Royal Bunker, West-Berlin. Damit jeder weiß, was hier los ist, hier wird nicht gespielt, Mann. Royal Bunker ist ernst. Ich hab mich immer drüber totgelacht. Also was heißt drüber? Ich fand die Texte immer unglaublich witzig so. Also ich konnte damit auf jeden Fall immer was anfangen. Wie gesagt, ich fand es immer gut, diese immer wieder neue Ideen über sich zu machen oder über jemand anders so, weißt du, immer wieder sich was einfallen zu lassen, um den anderen schlecht dastehen zu lassen oder sich selbst gut so. Wenn man das gut inszeniert hat oder witzig oder weiß ich nicht, clever oder wie auch immer. Das hat mir auf jeden Fall immer Spaß gemacht. Savage hat es wenigstens so hinbekommen, hat es so intelligent gemacht, dass es sich wirklich, jeder Track, den kann man sich anhören ganz normal. Es wird einfach nicht so, was quatscht der denn da oder so. Wird halt Entertainment-Basis, das ist ganz normal. Halt eine extreme Form der Unterhaltung, denke ich mir. Wir hatten alle auch Spaß am Rappen so und wir haben auch teilweise übertriebene Texte geschrieben, weil es einfach auch für uns interessant war und lustig war, so weißt du. Aber, und weil man auch nicht davon ausgegangen ist, dass andere das jetzt wörtlich nehmen oder sich darüber Gedanken machen. Halt viel immer super übertrieben alles und irgendwelche Sachen, die dann halt Leute auch ernst genommen haben, obwohl es wirklich alles verarschungsmäßig war. Das ist ja auch das, was wir auf der Straße machen die ganze Zeit. Also, weißt du, wir hängen rum und dann, wir verarschen auch unsere Freunde gegenseitig. Witzig, weißt du, witzig, ist nicht böse gemeint, aber wir reden auch so miteinander, so Eierkopf, bla bla, und das ist nicht böse gemeint, weißt du, und natürlich reden wir dann auch so auf Tracks, wir wollen uns ja nicht verstellen, wir wollen ja real life. Ich meine, wir hatten eine Phase, da haben wir Gangster-Rap gemacht, so, und keiner von uns war ein Gangster, das war einfach, wirklich, wir haben im Grunde so den Shit, den wir selber gern gehört haben, haben wir auf Deutsch übersetzt, so ein bisschen auf die Schippe genommen und uns auch selber verarscht, so, weißt du, aber nicht jeder hat den gleichen Humor, so, und nicht jeder konnte jetzt richtig nachvollziehen, dass es wirklich auch für einen eigentlich nur witzig gemeint ist. Ich habe immer irgendwie gepeilt,
dass es auf jeden Fall cool, korrekte Jungs sein müssen, so, die witzig sein müssen, sonst könnten die sich so solche Verrücktheit nicht ausdenken, so, weißt du? Ich möchte verantwortlich für Volksverhetzung sein. Ich möchte aggressiv sein, ich möchte Anarchist sein. Ich möchte ein guter Bruder sein, möchte gut zu mir selber sein. Ich will mich selber in die Luft jagen. Ich will eine Bank sprengen. Ich will Politiker töten, ich will Prominente töten. Alles so eine Sache. Also es ist einfach lächerlich, im Grunde, wenn er es zu glauben, wenn er dir sagt, dass er dich tötet oder so, das kannst du ja nicht ernst nehmen. Weil der Typ ist ja Musiker und nicht Killer. Auch gute Sachen gehen durch mich so. Aber die meisten sind scheiße. Aber Leute wollen das, glaube ich, ernst nehmen, weil sie wollen Angst haben davor. Man muss nur kräftig genug ins Gesicht der Leute kacken, dann rufen sie einen wieder. Das ist voll komisch, Mann. Meistens sind Masos, Alter. Egal. Wer diesen Hintergrund nicht gesehen hat, für den war es, also ich glaube auch für viele, einfach nur eklig und abartig. Ich meine, ich war da auch so ein bisschen auf einer Mission. Ich habe das auch so von mir her gedacht. Ich habe das jedem gezeigt, man, guck mal, das ist der Shit. Das ist das Zeug. Und Leute, natürlich tausende von Leuten haben gesagt, das ist echt primitive Kacke. Ich habe das mal jemand versucht zu erklären, indem ich gesagt habe, nimm ein Cartoon von Tom und Jerry. Die beiden jagen sich auch und der eine nimmt den Hammer und haut dem anderen den Hammer auf den Kopf und der nächste nimmt den Schwanz und steckt ihn in den Ofen. Und das sind Sachen, wenn man sich die wirklich so mal anschaut, wie sie passieren, sind das eigentlich schon ziemlich brutale Sachen. Trotzdem ist es eine Kinderserie. Und selbst als Kind und als Erwachsener, als jeder, der sich das anschaut, man kann nur lachen, weil es einfach übertrieben ist. Also ich meine, Tom und Jerry, in der nächsten Sekunde ist der Schwanz wieder ganz, in der nächsten Sekunde sind die wieder die besten Freunde, das interessiert keinen. Aber es wird einfach auf eine Art und Weise dargestellt, dass man es nicht so als brutal empfindet. Ich bin cool, drum sind die Haus und töte Rapper instinktiv. Gib mir 25 Pfennig pro MC, den ich zerficke. Und in 4 Tagen kaufe ich meinen Eltern ein Haus. Stefan Schmeichel, du Kind drauf. Es gab zu der Zeit ja eine unfassbar große Schwemme von Leuten, die diesen, die Savage geweitet haben mit, ja, Stefans Mike und bla bla bla. Dann ist auf jeden Fall früher oder später jeder auch auf diesen Trichter gekommen, bis es natürlich an dem Punkt war irgendwann so, dass Leute sogar, die eigentlich nichts mit Rap zu tun hatten oder beziehungsweise nicht wirklich gerappt haben, so angefangen haben zu rappen, weil sie sich gesagt haben, eigentlich ist es leicht irgendwie zu sagen, Fotze dies, Fotze das, fick deine Mutter, bla bla. Diese Leute sind so krass auf LMS hängen geblieben. Es ist unglaublich und die haten heutzutage auch noch, obwohl sie Savages ganzes Reimschema, alles, du bist bla bla, was weiß ich, was er da, was sein eigenes ist, weißt du, was er kreiert hat, das sind ja, ich step ans Mike und so ein Scheiße sagen. Ich habe auch schon seit ich anfange zu rappen, wie gesagt, immer schon über Fotzen gerappt und ich steck dir meinen Schwanz in den Arsch und so. Und das war halt so cool, weil er es auch gemacht hat, so fand ich das alles ganz cool so. Ja, und mehr gibt's eigentlich nicht dazu zu sagen, so. Also beeinflusst hat er mich eigentlich nicht. Ey yo, ey yo, ich checke Mikrofone wie ein Gynäkologe, Fotzen, ihr könnt Glotzen haben, ey. Anfassen geht zu weit, ich lieb es tight, also check das. Ey yo, mach dich eng, bitch, fett dich heiße in den UN, no matter what language. Aber man hat eine Weile sogar überlegt, ob man es einstellt. Ich meine, wir haben seitdem wir rappen, rappen wir diese Texte. Aber als dann ins Gespräch kam, die rappen so wie Savage und so, die sind wie Savage und so, haben wir echt überlegt kurz, ob wir das einstellen sollen, ob wir vielleicht sowas nicht mehr rappen sollen. Aber weißt du, wie kurz? So, jetzt, stopp. Einige haben es gerafft und gut kopiert oder haben sich gut inspirieren lassen. Der Großteil der Masse hat sich eher schlecht inspirieren lassen und hat es auch mies kopiert. Irgendwann war es so, dass es mich schon ein bisschen genervt hat. Also weil man hat auch den Einfluss gesehen auf die jüngeren Leute, die dann angefangen haben, das zu machen. Und es kam sozusagen nichts mehr nach, wo ich gedacht habe, so, das ist jetzt was mich anspricht oder irgendwie sowas, weil es für mich alles sozusagen Savage und M.O.R. gebeitet war. So. Und einmal, okay, einmal hat mich so eine Rapperin gefragt, ich weiß nicht mehr ihren Namen, aber die hat so über Tage gerappt und dass ihre Vagina wie ein Lama spuckt und so, und das hat mich ganz, ganz, das fand ich ganz schlimm und meinte, ich so, nee, tut mir leid, damit ist nicht so mein Ding. Ich kann mir vorstellen, dass normale Rap-Hörer so, dass sie schon
dass die schon bereit sind, sich was anderes anzuhören, aber die Qualität muss halt auch stimmen, so, weißt du? Und die Releases so von uns, die, da war zumindest, ich sag, Qualität bezogen jetzt auf den Flow der Lyrics, fand ich, war auf jeden Fall, der Flow war auf jeden Fall top, so. Deine Kuh, die Flows, jeden Tag die Biene, du willst schreiben, mach dein Flow blind und ohne Kopf, die Liebe, rock nach entschieden. Kriegst du das Rap, es geht, fettes Brot, schreib es halt, du holst dich besser, um Rap zu retten, spiel mit deiner Kuh, wie Pech, du brauchst mich selber aus meinem Sektor. Erster Fall, der immer Team aus Rap, hör die Arme, Stefan 2, du in die Pins, ich geh ab, die werden auf Crack und nicht jede Kuh, aus dem Boden, weil der Bitch ist mit dem Flow, stick doch aus, töte Kuhs, selbe Sau, du willst rappen, weil du glaubst, yeah, ich werde auf. Bitches so ein Edge-Fest, kick it, yeah. Ich sag, ich bin deine Fuß und Hose, ich war mehr. Du brauchst meine Flow, so wie, komm mal her. Es war voll der King of Raider. Wir haben jetzt nie gesagt, boah, jetzt machen wir gerade den Underground-Film durch. Das ist jetzt gerade wirklich Underground. Und dass wir jetzt hier bei irgendjemandem in der Ecke auf in einem Schlafsack pennen, ist Underground. Wir haben es einfach gemacht, weil wir Bock hatten aufzutreten und Spaß an der Musik hatten. Also ich war mit Savasch so 2 Jahre lang unterwegs. Wir sind in Steigers Fiat Lancia, wo wir immer Angst hatten, da passiert irgendetwas, der kackt jetzt ab oder so. Sind wir halt nach München aufgetreten und in der gleichen Nacht zurück in Nebel und so, bis Steiger wirklich nicht mehr konnte und voll im Arsch war. Aber das war eigentlich immer nur Automieten oder der Wagen von Steiger, da war am Freitag, Samstag irgendwo hin und am Sonntag wieder nach Hause. Das ging halt eben fast 2 Jahre so. Wir waren 2 Jahre jede Woche auf einer Jam, vielleicht auch 2 Konzerte. Und haben da unsere Tapes verkauft für 5 Mark. Für 10 Mark. Das war eine einzige Promo-Aktion diese 2 Jahre davor. Jetzt geht's in den Underground. Vielleicht habe ich ein paar Verkäufe nicht aufgezeichnet, aber bei Steiger sind alle Zahlen auf jeden Fall aufgeschrieben. Aufteilen, ne? Royalty-Ads? Nee, Royalty. T-Shirt, Royal Bunker T-Shirt. 4 Stück, 4x25 sind 100. Schön. Du hast mit diesen 6 Tipps und 60 Mal. Okay, wie gesagt, Jungs, Mädels, wir haben auch Tape und T-Shirt, wer Interesse hat, kommt zu uns, wir sind drauf. Peace! Das kannte jeder. Die Medien waren einfach auch dann sehr wohlwollend. Also das, was du heute alles bezahlen musst, hast du damals halt geschenkt bekommen, weil sie es halt geil fanden. Und das war dann nicht so überraschend. Lustig war es halt irgendwie, hey, wir sind hier in einem Hinterraum von einem Buchladen und machen da, von hier aus gehen wir, machen wir das, weißt du? So sieht's aus! Ich bin ein Schwabe, weißt du? Genau. Ja, das stimmt. Also ich bin auch nur ein halber Schwabe. Meine Mutter ist aus diesem slowenischen Grenzgebiet in Österreich. Die hat so einen leicht dreckig-balkanischen Einschlag. Ja, die sind ja dann immer sehr, sehr flexibel mit ihrem Geld. Ja, also angefangen hat das ganz, ganz einfach von zu Hause aus. Das war, wenn man in seine Wohnung reingegangen ist, gleich rechte Seite so ein kleines Zimmer. Und er hat das halt Büro genannt, was immer sehr lustig war. Ja, bei mir zu Hause. Haben sich dann irgendwann mal die Kisten gestapelt, die T-Shirts, die Tapes. Haben einmal die Woche einen Bestelltag gemacht. Und da hat man sich dann halt auch irgendwie alle 2 Monate mal eingefunden und hat da irgendwelchen Business-Kram. Zu damaliger Zeit Business-Kram zu sagen, ist eigentlich schon peinlich, aber hat man halt so besprochen, wie wann was veröffentlicht wird und so, oder wann man halt dran wäre. Wir haben dann die Tapes kopiert, dann haben wir die Cover kopiert, ausgeschnitten, gefaltet. Das war so richtig Manufakturbetrieb.
Also wirklich selbst geschnitten und selbst gefaltet und selbst zusammengelegt und reingemacht, Tape dazu, aufgeschrieben, wo die A-Seite, wo die B-Seite ist, zugeklappt haben und dann hat Steiger die Dinger halt verkloppt. Wir haben ja vorher dieses Versandgeschäft gemacht, dass uns Leute 10 Mark schicken konnten, plus 3 Mark in Briefmarken und dann haben wir Tapes denen zurückgeschickt. Und ich habe auch die ganzen Briefe gesammelt. Die haben wir alle. Also gut, wir hatten dann das Internet. Ich bin ja einer der wenigen, der wahrscheinlich wirklich eine funktionierende Startup-Firma gemacht hat, ohne dass es eine Startup-Firma war. Nein, aber wir hatten ja Inhalt. Also wir hatten ja wirklich was zum Verkaufen und wir haben einen Shop und wir haben einen Programmierer, einen sehr fähigen Programmierer, der das damals gemacht hat für mich, der das heute auch noch betreut, Bodo. Und da hatten wir halt das Internet und dann kamen halt schon die Bestellungen per Mail rein. Und dann wurde es halt nach und nach halt professionalisiert und so. Und dann wurde es halt einfach auch zu groß. Zu viele Kisten bei uns zu Hause. Und dann war das meiner Frau natürlich auch irgendwann mal unrecht. Und dann habe ich mir zu Freunden von mir, Esko und Axel, die haben einen Buchladen in der Neuen Schönhauser Straße, hier in Berlin-Mitte. Ja, wir sind ja eine Spezialbuchhandlung eigentlich zum Thema Stadt, sehr literaturbezogen, es geht auch um Kunst im öffentlichen Raum, alle angrenzenden Gebiete an Architektur, Urbanismus, auch ein bisschen Literatur, auch Musik. Wir haben eben auch so Jugendkultur, Cultural Studies Abteilungen, auch ein paar Platten und ein bisschen Musiktheorie. Allerdings spielt der Rap natürlich eine relativ untergeordnete Rolle. Wir hatten einen Hinterraum, der war nicht genutzt. Dann habe ich sie gefragt, ob ich da Untermieter sein kann und dann konnte ich da Untermieter sein und war das für Dreivierteljahr, halbes Jahr. Wir machen den Laden zu dritt und Jesko, einer der Mitbetreiber und ich, wir kennen Markus schon ganz lange aus Stuttgart noch, also, obwohl Markus aus Korbessa kommt, er hat immer in Stuttgart das große Stadt besucht und da erkannten wir uns. Also, wir vernichten die Kinder. Nico war auch hier richtig massiv am Aufbau von Royal Bunker beteiligt. Der hat umsonst da mit aufgebaut. Wir waren damals auch noch relativ neu und dadurch haben wir auch nicht so viel Platz gebraucht. Und das hat sich eigentlich relativ gut ergänzt, räumlich, sozial war es skurril. War aber sehr lustig. Was war denn? Hat der geborgt? Ja! Ich kann die schon reinmachen, wirklich. Ach so. Reinmachen? Ja, wer holt die mal? Mach die mal rein. Ist auch, wo ist der Rauch überhaupt noch bei dir? Wieden! Hallo, wie? Genau, hier ist noch welche. Ich habe dann auch aber nebenher natürlich noch den Journalismus gemacht, hatte bei Fritz gearbeitet. Ich habe da auch mein Geld verdient. Ich habe lange jetzt auch nicht Geld verdient bei Royal Bunker und dann sehr vorsichtig angefangen, mich auszuzahlen und so weiter und so fort. Aber irgendwann mal musst du es ja machen. Also das sind auch wieder so Phasen natürlich. Dass du auch sagst, okay, ey, ich stehe ja jetzt auf 40 Stunden die Woche. Dafür kann ich mir jetzt auch Geld geben. Also sich das auch selbst getrauen, sich das selbst auszuzahlen. Das ist auch dann so eine Sache, dass die Selbstausbeutung in Grenzen bleibt. Ausbeuter! Unternehmerisch Führung zu übernehmen, das bedeutet halt schon bestimmte Merkmale, die du da mitbringen musst. Also du musst ein hohes Energiepotenzial haben, du musst den Willen haben, dass es auch irgendwie erfolgreich wird. Du musst auch fähig sein zu Visionen, also irgendwie so ein bisschen so einen Traum zu haben, den du auch hinterher jagen kannst. Aber schön war halt immer Steigers Vision und er hat dann auch immer Sachen gesagt, wie man könnte ja mal oder dies und das ist zu erreichen und ich habe eigentlich immer nur gelacht, so, weil ich habe es für unmöglich gehalten, dass so eine Sachen wie aus dem Bunker annähernd irgendwann mal Erfolg haben werden. So. Also nicht, weil sie nicht sehr gut sind, sondern weil sehr gute Sachen halt nicht gefragt sind.
Ich glaube, eure Bunker waren ungefähr ein Jahr bei uns hinten im Raum. Kann das sein? Ich glaube schon. Es war ungefähr ein Jahr. Und das, als wir eingezogen sind, war das alles noch eher ein Auto voll, was eben ein paar T-Shirts waren, ein paar Tapes und mehr oder weniger ein Computer. Und als wir ausgezogen sind, war dann schon die NLP. Das Album, das MOR-NLP-Album. Na ja, gut, und dann war die NLP halt, ja. Und ja, die NLP. Ich bin sehr alt. Das haben wir nach unserem riesengroßen Vorbild Emil Radelmann so genannt. Ja, du schaffst es! Ich bin Emil Radelmann, live aus dem Cockpit. Heute spezielle Ängste, nämlich Höhenangst kombiniert mit Flugangst. Er hat halt diese Sendung auch, wo er mit diesen Leuten halt, die er immer total motiviert hat und irgendwie halt unglaublich verrückt abgegangen ist. Das war halt sehr lustig und daran zum überlegt so, dass wir einfach vielleicht ein Intro von ihm holen können. So. Und, aber erst war es halt einfach so eine Idee, die vielleicht so ein bisschen weit hergeholt, für mich auch ein bisschen kam, so, aber Steiger ist ja auch selber ein bisschen motivierter Typ, wenn solche Sachen auch einfach anpackst und der dann irgendwie einfach da halt, keine Ahnung, auf seine Seite gegangen hat und versucht irgendwie mit ihm Kontakt zu machen. Ich erinnere mich noch, dass wir uns ein bisschen verfahren haben und da hat Steiger sich bei Emil Radelmann angerufen und hat gefragt, genau, und das war der Kasimir nur aus dem Fernsehen, sind wir in die Telefonzeile. Ja, durch das Telefon sind wir schon gegangen und wir sind in Tränen ausgebrochen, weil es so lustig schon war. Ich hatte Gio, wir mussten so festhalten, das war wirklich unglaublich. Hallo, Emil? Ja, hier spricht Markus. Ja, wir sind jetzt 200 Kilometer vor der Grenze ungefähr. Ja, also wir sind, ich denke mal so in 2 Stunden sind wir da oder 2,5. Okay, Emil, bis dann, wir freuen uns. Chaka! Tschüss! Chaka! Dann waren wir bei ihm da in diesem Club, und das war so eine Techno-Diskothek, bisschen, also Techno-Bar, bisschen halt, aber so kämmerlich halt von seinem Sohn. Dann kam irgendwann Emil nach und hat erstmal Bücher verteilt. Und dann meinte er halt so, was los ist, und dann meinte er, ja, kannst du vielleicht so ein Intro von uns sprechen, so. Und ich weiß nicht, ja, der wollte vielleicht erstmal gucken, ob wir so was wir machen oder ob wir das ernst meinen oder was dahinter steckt und dies und das. Und er meinte so, ja, könnt ihr mal etwas zeigen, so, könnt ihr mal rappen und irgendwas. Und dann hat er das Zettel aufgelegt halt, irgendwie da in diesem Club, und dann haben wir ja gerappt und so standen wir halt direkt, weil diese Karte noch so kurz, und dann standen wir halt da und wir waren halt auch ein bisschen nervös, oder ich war auch immer ein bisschen nervös, was heißt nervös, aber halt ein bisschen für die Situation. Dann haben wir halt für Emil gerappt. Da wo wir auch standen, da war noch so ein Schiedsrichter-Tennisstuhl, so, der ja, auch dabei drum ist. Und dann ist er auf einmal runtergekommen so, und hat sich auf diesen Schiedsrichter-Tennisstuhl so gesetzt. So. Also von oben so einfach so angucken, wie sie rappen. Das war mir auch total verrückt. Und danach, naja, dann meinte er, okay, dann hat er diese Intros, halt ein paar Intros da halt eingesprochen. Eine Introduction, ein Intro. Weil unser Album heißt NLP. Und vielleicht kannst du ein bisschen was erklären, was NLP ist. Da sind wir noch nach oben gegangen, haben mit dir noch ein bisschen geredet, haben noch so ein paar Jingles halt eingesprochen, die wir auch gar nicht jetzt so richtig benutzen, aber naja. Der Schönste, der Beste, der Fleißigste und natürlich der meistintelligenteste Mensch Checker aus Holland. Also, dich möchte ich gerne mal kuscheln. Nochmal eine für. Das war das Beste. Mensch, kannst du noch eine für Ronald McDonald und Jack Austin machen? Es gibt heute Abend keinen Hamburger, es gibt nur Ronald McDonald und nicht der echte, aber der Fake-Mann. Er fühlt sich nicht scheiße wie Ronald McDonald, denn er braucht nicht jeden Tag Hamburger zu essen, aber er hört jeden Tag zu der Musik von MOR zusammen mit Austin oder was immer. Das ist auch scheiße, aber tschau! Und Jack Austin, nicht aus Amerika, aber aus West-Berlin, zusammen mit MOR, diese Schallplatte, hört ihr alle gut. Neuro-Linguistic Programming, das heißt, man fühlt sich immer gut. Yes! Tschakka! Davor habe ich
ein bisschen gedacht, dass ich vielleicht auch ein bisschen durchdrehe, die noch umarmen und küssen und dies und das und keine Ahnung. Dass ich einfach auch total durch habe, wo ich ihn gesehen habe, da er auch so unglaublich professionell irgendwie eine sehr mächtige Ausstrahlung irgendwie hatte. Irgendwie habe ich auch sowieso, da ich ihn auch so geliebt habe schon davor, habe ich auch ein bisschen vor ihm Respekt gehabt, war auch ein bisschen so ruhig, habe jetzt auch nicht mit, so viel mit ihm geredet, obwohl ich vielleicht auch gerne mehr mit ihm geredet hätte. Da in dem Fall ein bisschen schüchtern. Jimmy, wie der Emil, nur mit C davor. Genau, perfekt. Jimmy, mit dem Emil. Pass auf, ich hab halt zwei Grafiker gefragt, ob sie so Interesse dran hätten. Dem habe ich zum Beispiel sowas gesagt, dass ich das cool fände, wenn es um Horizont geht, wo irgendwie so eine Sonne aufscheint. Ja, auch in der Sonne. Zum Beispiel. Also ich bin, also meine ernst gemeinten Vorschläge, ich finde ja, ich bin ein großer Freund der Wolke. Ich glaube, damit bist du alleine, Johannes. Das ist eine geile Idee, man einfach so richtig eine Flagge, die so weht über das Cover und da steht einfach M und A ist ein P drauf und noch so ein paar so wappenmäßige Elemente am Rand. Aber dann finde ich, die Deutschlandflagge dahinter. Nein, wir machen eine MOR-Flagge. Man sieht auch richtig fett. Das ist eine geile Idee. Oder ein Wappen. Natürlich eine Flagge mit so einem Wappen drauf. Das ist geil. Das ist schon gemacht, Alter. Ja, das ist letztendlich ist es so wie ein logistischer Prozess, so, ne? Den man dann irgendwie managen muss. So. Und gerade so ein Track, wo jetzt irgendwie 7 oder 8 Leute drauf rappen und Chorus und dann noch Beat. Ich würde noch gerne jetzt was noch was fragen. Und zwar fehlt ja noch ein Song. Und es wäre vielleicht cool, wenn sich jetzt am Wochenende Leute treffen würden und vielleicht mal anfangen, den Song zu machen. Und vielleicht könntet ihr dann am Wochenende machen, so, wenn ihr dann wiederkommt. Und ich und Zauber, müssen dann irgendwann mal da am Ende, also wenn wir dann nach diesen 3-Tage-Wochenende wiederkommen. Wenn jeder 2-4 hat, können wir wirklich auch total verrückt irgendwie mischen. Also das ist echt sehr durcheinander, die Reihenfolge. Können wir auch hinterher noch einen Computer benutzen. Sollen die dann da mal ein 4er und dann die anderen 4er an einer anderen Stelle, oder was? Wir machen 32. Kannst du nach 32 Takten immer. Ford rappt auch mit? Achso, ja, hab ich ja. Wir haben mich, also, wer ist dabei? Beim 8. Okay, ja, dann gut. Ja, hervorragend, ja, das ist 8 mal. Ja. 2, 3, 8 Männer, eine Frau und eine Türke. Okay, dann hätten wir das auch erledigt. Ja, so mehrere Teilprozesse, ne, die dann irgendwie dann so verknüpft werden mussten. Und das war dann auch teilweise auch so, dass man einfach in so eine Lücke gerappt hat. Ja. Aber ich glaube, das ist heutzutage auch ziemlich normal so bei Musik machen. So. Vielleicht kannst du meinen, das stinkt ein bisschen, aber egal. Nein, ich denke auch ganz einfach, weil ja, ich kann mich hören. Das ist gut. Ja, der Part ist unter den Tisch gefallen, weil Savas hat das nicht gefallen und der hat es dann einfach rausgenommen beim Mischen. Schmetterlinge weinen nicht, schlechte Rapper schon. Der schönste Sound, den du machen kannst, ist dein Five-Tone. Du bist live schon, eine Zumutung. Doch die Tracks auf deinem Tape führen bei mir zur Hirnblutung. Perfekt. Ich finde das jetzt aber auch nicht so den super Part. Und das, auch, das war alles sehr weit hergeholt. Das war einfach nur so ein... Es ist ein Schlager, glaube ich, der so heißt. Schmetterlinge weinen nicht. Ohne Bezug, eigentlich. Ich fand es einen interessanten Satz. Kommt der letzte Ton mit diesen zwei Streichhölzern, auf einen von denen? Ja, eigentlich mit beiden Streichern, gegen die beiden von denen. Riggedy Rain. Ich bin gerade im Studio, wir mischen jetzt ein paar Sachen schon ab. Also wir haben gestern den ersten Tag gemischt, das ist Swap, Dog und ich denke schon. Also echt, die haben immer wieder Abend gemacht? Ja, auf jeden Fall. Wir haben einen Tag, haben wir keine Ahnung, glaube ich um 10 aufgehört oder so. Das war der Tag, an dem wir am wenigsten gebraucht haben, weil da ging es wirklich brutal schnell. Die dann waren zwei Tage so an dem letzten, da ging es so für die bis 2, dann für mich bis 1. Was, bis 1 Uhr nachts? Ja, den davor ging es da auch noch bis 12 oder 1. Das ist schon auch aggressiv lang. Ja. Also gerade die ganze NLP-Sache, da hat Savas sehr viel Energie reingesteckt und musste auch den Leuten hinterherlaufen so teilweise.
und eben auch die Platte abmischen. Der war dann eigentlich mal am Start so. Sozusagen der Logistikdirektor. Wie wir mitbekommen haben, ist hier wohl ein Stau. Und ich wollte mal fragen, wie das denn aussieht, ob wir jetzt hier zum Beispiel die U16 nehmen sollen. Wir wollen nach Bad Oeynhausen. Das ist auch, was ich erzählt habe für die Vocals. Ah, die Vocals, genau. Alter, wo du meintest, richtig geil. Und weißt du was, wenn wir jetzt Vocalaufnahmen machen wollten, ist ja so circa 1,5 Stunden, muss ich den hochfahren, bis er richtig warm ist. Ja, da sitzen 5 oder 6 Röhren sitzen da drin, der Rest ist Class A-Technik. Das ist nur vom Feinsten. Ja. So euer Favorite, so von der Mischung her? Ey, die sind so böse unterschiedlich, Alter. Das Ding ist, also einige Songs hatten wir Musik nur als Stereospur und einige hatten wir Einzelspuren so. Ja. Das Ding ist, von der Lautstärke, glaube ich, können wir uns an dem hier orientieren oder an Elefanten. Elefanten oder Nordwest-Berlin. Ich trinke Blut, wenn ich Durst hab. Bin ich am Mike die Post ab. Damit baue ich Frust ab. Von dir bleiben nur Reste nach dem Gemetzel. Du wirst verschnitten und weggeschmissen wie ein Schnitzel. Bieten deine Husten Bürger halb aus Känguru und Würmern. Ich bin Rap-Förder. Unterricht für jede Frontagörner. Ich kann mir ganz gut vorstellen, was ich abgehe. Ja, also schon. Der kann ich mir echt gut vorstellen. Das Album meinst du? Die Leute warten drauf, ey. Glaub es mir. Geil, Mann. Der Typ hat es drauf, Mann. Gib mal einen Shake, Alter. Geil, Mann. Du bist cool, Alter. So, ihr findet den Rest dann, ne? Natürlich, Alter. Dann müssen wir nur mal gucken, wie wir das dann irgendwie nach drüben transferieren. Also, scheiden tut weinen. Aber ich weiß, wir treffen uns wieder. Und dann ist es richtig. Tja! Zusammen! Und das ist in Berlin. Das Zentrum der Welt. Ach was, nur weil ein Roboter Menschen umbringt, wird er schon als radikal beschimpft. Ach was, nur weil ein Roboter Menschen umbringt, wird er schon als radikal beschimpft. Lautet meine Mission. Nur weil ein Roboter Menschen umbringt, wird er schon als radikal beschimpft. Weil schauen Sie mal, wir schneiden ja nicht in Zentimetern oder Millimetern, sondern in Mühbreite. Mhm. Der Schnitt ist ein gleichschenkliges Dreieck, sagte ich schon, so breit, so tief. Ne? Mhm. Das heißt, wir gucken jetzt platt auf den Graben drauf. Das ist eine sogenannte Rille. Eigentlich ist es nur eine Umdrehung. Da haben wir den rechten Kanal. Das hier ist der Rillengrund. Und das ist der linke Kanal. Und das ist der Rillenabstand. Und so sieht der Regenwurm aus, wenn er im Schnitt ist. Dieses hier, dieses kleine Gezipfel, das sind die Höhen. Er sagt ja nachher, der muss also erstes Mal hin und her und rauf und runter. Das sehen, gucken Sie mal, wie der da hinläuft. Und da geht er wieder nach da und da geht er wieder nach da. Sehen Sie diese eine Rille, wie die sich hin und her bewegt? Ja. Ja? Das ist der Bass. Dieses scharfe Auslenken ist der Bass. Ich kann Ihnen am Faden in etwa sagen, was geschnitten wurde. Das sind also dicke Maxis gemacht worden. Das ist also eine Rille. Jeder Faden hier ist eine Rille. Ich graviere jetzt Ihre Matrizennummer an. Oder auch Bestellnummer. Und die Umdrehung. Haben Sie auch eine Unterschrift? Das ist SST. Was bedeutet das? Schallplattenschneidtechnik. Mehr nicht. You better be in Stefan, Alter. Oh, das ist so Meeting, das ist nicht. Wir können uns auch nicht reden. Ja, das kann man sein, ja. Genau, aber ich rede, das finde ich.
Aber er findet sich Hammer. Echt? Aber wie gesagt, das ist natürlich eine Kalkulation, wie man sagt, mal auf Low-Budget-Ebene, aber trotzdem irgendwie einigermaßen professionell arbeitet. Man kann sicher irgendwie für 2000 auch was machen. Ne? 2000 Mark Video bedeutet, man nimmt seine DV-Kamera, filmt, genau. und geht dann irgendwo schneiden. Genau. Das ist natürlich auch eine Ding. Was hattest du gesagt als erstes? Meines Dings war bei mir, bitte. Und dann lass uns einfach ein gutes Crew-Video zusammen machen und wenn sie es nicht auf Rotation spielen, aber das ist doch das Ding, Alter. Diese 10.000 Mark jetzt auszugeben, Alter, mit so einer 95:5 Chance, das finde ich dann total albern, Alter. Weil ich bin davon ausgegangen, man, guck mal, alle Leute sind voll geil auf den Shit. Die werden es bestimmt mögen und keine Ahnung, und wenn es gut kommt, dann spielen die das durch. Also für mich war das genau auch gut. Ja, das hat auch sehr eingängige Gefühle. Soll ich sie auf die Rückseite? Ist das da vorne drauf? Ich hab du, weil ich dann vielleicht nach einem halben Jahr gar keinen Turn mehr habe. Ich wollte ja eh auch mindestens 2 Videos machen, so weißt du. Ja. Harte Arbeit. Blende gerade. Eigentlich ist das ganz einfach. Lange bei Q. Ehrlich gesagt. Lange im Studio. Wenig geschlafen. Ja. Zu busy, lange gechillt. Finally. Dun, 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 dun. Wir hatten ja auch eine sehr aggressive Anti-Label-Politik dann auch in den Anzeigen und so. Wir haben dann ja auch gesagt, so Fick BMG, Sony, Universal. Was wir sind, sind wir durch euch. Dankeschön. Ja genau, BMG, Sony, Universal, verpisst euch. War eine Zeile. Das wollte dann auch die Wicked nicht abdrucken, weil sie Angst hatten, dass sie dann keine Anzeigenkunden mehr kriegen. Da habe ich gemeint, du, pass auf, ich zahle 5000 Mark für deine Anzeige. Da schreibe ich rein, was ich will. Ja, nee, nämlich. Ich werde nie vergessen, irgendwie, wie ich dann diese Anzeige gelesen habe, wo sie den Damen und Herren in allen Major Labels einfach mal dick angesagt haben, können sich gern mal sonst wohin was schieben und einfach das ganze Ding abgelehnt haben und denen einfach mal zeigen wollten, wie man es machen kann, auch ohne sie. Weil natürlich Majors gerne eine gewisse Arroganz an den Tag legen und sagen, ohne uns geht gar nichts und ihr müsst was mit uns machen, und Steiger hat einfach einen Schiss draufgegeben und hat sein Ding einfach durchgezogen. Naja, aber dass halt dann Leute anrufen, so mit denen du jetzt eigentlich wirklich geschäftliche Beziehungen hast, oder die dich ja auch 2 Jahre vorher abblitzen haben lassen, oder ein Jahr vorher noch abblitzen haben lassen. Wir hatten ja bei Groovetech angerufen und haben gesagt, wir haben hier einen Tape-Handel. Ja, wollt ihr das in Vertrieb nehmen? Nee, ach nee, da bräuchte man einen Computer, da bräuchte man eine eigene Person, die da das arbeitet, da haben wir aber keinen Platz für den Computer. Irgendwas haben die mir erzählt und so. Und dann ging es, muss man auch sagen, über Halil von Downstairs. Sehr stark. Ja, der hat sehr viele Tapes geschippt. Der hat damals halt die Kontakte auch gehabt. Hat natürlich dafür auch ordentlich seinen Schnitt gemacht, glaube ich, und hat das dann einfach weiter vercheckt. Ja, der hat für uns die Kisten gekriegt und die gingen raus. Ich hatte zwar in meinem Berliner Laden Steigers Tapes gut verkauft, über meinen Mailorder gingen aber nur Turnschuhe an andere Geschäfte. Als ich dann die Tapes angeboten habe, ging die Hölle los. Steiger kam jede Woche mit einem Riesenkarton mit 300 bis 400 Kassetten bei mir vorbei. Und die hatten wir innerhalb von ein paar Tagen wieder weiterverkauft. Und das haben die Groovetech-Leute dann natürlich irgendwann mal mitgekriegt. Ja? Und dann standen sie natürlich dann auch irgendwann mal am Stand vom Splash. Du, wir müssen mal reden. Und so weiter und so fort. Ja, das lief genauso wie so ein Interview. Alle wurden angerufen, dann waren halt alle da. Johannes hatte seinen Roller dabei und dann sind wir einfach losgefahren. Einer hatte so eine Boombox dabei, wo dann bei mir immer gespielt wurde. Fühlt sich lieber ein Fußschreib, Dreck, Uhr, nicht zerfleisch, Hopf mit Leichtigkeit. Das hat sich gerade geändert.
heiße Pause auf dem Underground pushen wie ein. Dann haben wir schon die Hannes haben dann dazu gerappt. Und wir haben mehr oder weniger irgendwie so im Hintergrund dann so die Kulisse gebildet. Ohne einen besonderen Plan. Eigentlich. Jetzt. Du fühlst mich, die Vibe zu schreiben. Direkt nur, ich zerfleisch auf mit Leichtigkeit. Rap nur, wenn der Beat pumpt. Ich bin jung und motiviert. Step ans Mikro und du wirst frisiert. Mach mal platt jetzt, dass ich da durchfahren kann. Jimmy! Oder lässt den Mic-Test damit rüber. Homie, wir sind die Nigger mit dem Sinti. Ich bin wie ein BSE-verseuchtes Rindvieh. Wir kommen rum wie Sinti. Ihr Zigeuner, hört auf zu produzieren, so wie Leuner. Ihr seid kleiner als Körner, wir sind Burner. Die bunten Brenner, auch Millionen mal multipliziert. Kommt ihr nicht auf unseren Nenner? Du Unterpenner, wir sind einfach Hunde. Mein Gürtel geht nicht zu und ich verstehe nicht warum. Runde Tracks können rollen. Runde Backs einmal. Mach dich auch nicht heiß, als ob den Scheiß macht. Ich tauch dich eiskalt. Meine Flows, Overdose, Poserhose, machen rosa Schoß oder groß. Verkackte Titel, ich geh ab im Studio. Wie ein wunderschöner Beatle, ich chille am Beatquell. Ich chille am Weedquell, erleuchte den Beatgrill, so wie flutlich. Du bist mutig, meine Crew ruht nicht, sondern macht gleich Messerstress. Berlin bester Stress, du bist besser best. Oder lässt den Mic testen, wenn du weitest. Heißt es MC tot meistens, will leistens. Also, mein Alter. Wie schön du gerade aus. Ich liebe das, Alter. Mann, ey, warum geht da mein Gürtel immer auf? Das ist voll das Scheißding, Alter. Ole, 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 ole! Kann man das nehmen für Videoclip? Klar. Und daraus wurde dann das Video zusammengeschnitten. Ja. Ja, das war auf jeden Fall mit MOR dann nochmal eine krasse Dimension. So. Also ja, nee, also überrascht hat uns der Erfolg nicht. Überrascht hat mich, haben mich dann so manche Sachen, dass plötzlich der Vertriebschef angerufen hat und dann gesagt hat, wir sind auf Platz so und so in den Charts. Welcher Platz war es denn? 65. Und 5 Wochen war die Platte dann aber auch in den Top 100. Ja, die sind ja so in die Charts eingeschlagen, dass Leute umgefallen sind und Major-Labels auch den Jungs die Butze eingerannt haben. Nicht wirklich. Es gab ein sehr verschleiertes Angebot von Race. Der hat damals bei Sony gearbeitet. Der war Sony Promoter. Und der ruft mich an und ja, herzlichen Glückwunsch übrigens. Ach, zu deinem Chart-Entry. Ja, das finde ich ja schon gut. Also, wenn du mal Zeit hast, dann komm doch mal bei Sony vorbei. Dann können wir uns mal unterhalten. Und meine Fessy Race? Nee, ehrlich gesagt, nicht. Also, wenn du jetzt als Race sagst, ich soll vorbeikommen, dann kann ich das machen, aber als Race von der Sony, dann will ich nicht kommen. Wie Steiger, also, jetzt nicht mal Mercedes fahren und so. Und dann habe ich halt auch gemeint, nee, ist mir scheißegal. Das war's. Yeah, it's gonna be well wicked. Okay, lass uns alle mal hier. Dann ist einer. Für die anderen sind mal keine gekommen. Ich mache die Begrüßung. Soll ich dir vorstellen, wer das ist oder was? Dann wäre da ganz cool, wenn du ein bisschen vielleicht. Ein bisschen in die Mitte. Okay, Achtung. Soll ich bei dir Mel Beats sagen oder Melanie? Mel Beats. Ja, genau. Oh, Melanie, okay. Gut, okay, ihr seid soweit. Okay, warte mal ganz kurz. Und wir befinden uns gerade vor dem neuen Royal Bunker. Eine Stunde heute, wir gehen mal rein und gucken, wie der neue Büro aussieht. Mann, da gibt's einen, der ruft wie Humor, Alter. Oh, der ruft wie Humor, Alter. Wir haben uns gestern entschieden, eine Release-Party zu machen. Die wird am 23.05. im Silver Wings stattfinden. Wir machen Breakdance! Yes. Wir machen Breakdance! Wir machen Breakdance! Wir machen Breakdance-Performance hier. Mach Helikopter auf Riese! Ey! Mach mal weiter Musik! Yeah.
Mr. Robert ist da, Alter. Das sieht sehr gut aus, Alter. Kleb den Kleber auf, oder? René, bei dir vorne, bei dir ist es schön weiß. 40 Mark im Einkauf. Bitte. Wir stellen bei Steiger. Okay, wieder zurück hier auf Martin Bütos Balkon. Zu eurem Albumtitel. Ich habe euch schon gefragt, ihr könnt nicht so viel dazu sagen, aber was gibt's denn dazu zu sagen, zu NLP? Fragt doch mein Ding. Wer ist überhaupt da auf die Idee gekommen? Also es ist Haberstaub, oder? Ja. Ich habe mir diesen Namen wirklich nicht so, ich weiß ja, also, dass es neurolinguistische Programmierung heißt. Ja. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen alles. Das ist irgendwas Unterschwelliges im Unterbewusstsein, keine Ahnung. Okay, und jetzt denk mal was Schönes, ja? Was Schönes. Und immer wenn ich dich anfasse, denkst du an was Schönes. Ich krieg Steifen, Alter! Okay, alles klar. Also wunderbar. Immer wenn ich mich jetzt hier anpasse, siehst du automatisch eine Erektion. Und jetzt bist du neurolinguistisch programmiert. Oh. Nein, also ich höre am liebsten den Track von Savas und Johannes bei mir. Ja. Und dann den direkt darauf folgenden Track. Wie heißt der nochmal? Ja, du bist wie, ja, du bist, wie du heißt. Eigentlich hätte er ja Rolex heißen sollen. Ich mag Elefanten sehr gerne und weil ich finde, dass es insgesamt sehr abgerundeter Track ist. Ja, man, bei mir ist es ein bisschen peinlich, weil ich die ganzen Tracknamen nicht auswendig weiß. Aber ich fange auch mit dem Song. Großartig. Mein Name ist Fu Manchu und ich bin der Super MC. Und hörst du, was du sagst? Hörst du, was du sagst? Hörst du, was du sagst, heißt er. Genau, hörst du, was du sagst. Ich mag auch die Instrumentals von Runnet sehr gerne. Ja. Denn, ja, das ist einfach wirklich mein Geschmack so. Yeah! Der Rain würde ich mal noch erwähnen, als auch noch einen Favoriten von mir. Den finde ich schon auch noch sehr gut. Also kommt und wechselst du mal ein Wort aus, was so scheiße war, ja, oder Chorus kann man auch oft drauf machen. Ja, genau. Also ich entwickle die meisten Chorus halt im Moment jetzt nur aus einer Serie. Ist aber so unnatürlich, ich hasse das, ey. Deswegen wäre ich total aufgeregt, wenn ich jetzt mich hinsetzen muss und hier ist Kamera. Der Name des MOR-Albums, NLP, Neo, das sind ganz... Kannst du vielleicht nochmal sagen? Neurolinguistische Programmierung heißt es. Die Jungs konnten mir vorhin nicht genau sagen, was das jetzt so bedeuten hat, wie es gekommen ist. Und die meinten, ich sollte dich fragen. Vielleicht kannst du nochmal irgendwie erklären, wie du darauf gekommen bist. Also das Ding ist, wir sind eigentlich auf dieses NLP-Ding an sich sind wir gekommen durch Emil Rakelband, der auch auf dem Album sein eigenes Kit hat. Ist das so auch die Philosophie hinter MOR oder halt auch bei dir, bei den Sachen, die du machst, dass so viel wie möglich man selbst macht? Das ist eigentlich bei allem, was man macht, sollte das die Philosophie sein, die dahinter steht. Aber jetzt nicht im Sinne von, dass man sich die meiste Arbeit selber aufhält, sondern dass es zumindest immer so ist, wie man sich das vorstellt und dass es nicht von anderen abhängig ist, wie dein Produkt klingt, aussieht oder wirkt, weißt du, dass immer die letzte Entscheidung auf jeden Fall bei dir ist. Aber man kann auf jeden Fall Arbeit abgeben und man kann auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Zum Beispiel. Okay. Ja, ich würde sagen, bis gleich, ne? Und Action! Gut, jetzt sind wir hier in der Produktionsseite bei Savas. Du hast ja viele Beats einfach hier mit diesem Gerät gemacht. Was schätzt du an der MPC 2000? Ja, weil die sehr einfach zu bedienen ist, weil, ja, ehrlich gesagt, weil es einer der ersten Sachen ist, auf denen ich was gemacht habe. Ja. Ersten Geräte ist, auf denen ich was gemacht habe. Ich weiß nicht. Ja. Die gefällt mir einfach. Oder der. Der. War ich in Ordnung? Cool. Ich lasse das ist ja das Problem. Ja, das ist ja das Problem, wenn ich also sonst nicht so bin. Kennst du mich ja? Ja, egal. Zum Verlosen gibt es zweimal das MOR-Album, NLP auf Platte, White Label. Also ich glaube, wenn die Sendung ausgestrahlt hat, wird, seid ihr die Ersten, die das Album haben. Alle unterschrieben, von A bis Z. Sehr wichtig. Frage ist, wofür steht NLP? Wenn ihr es wisst, schreibt an die Adresse, die irgendwo jetzt eingeblendet wird wahrscheinlich. Das war's, wir sind draußen. Bis dann. Ciao. Ja, und es gibt natürlich noch was zu verlosen, deswegen müsst ihr jetzt vielleicht mal ein bisschen dranbleiben. Okay, bis dann. Ciao! Die Adresse, die eingeblendet wird. Das ist cool, ja, stimmt auch. Wir haben noch eine Sendung gemacht. Da habe ich MOR interviewt, vor so einer Döner-Klitsche. Ja,
Bis dann im Zweiten. Pass auf. Und ich glaube, das war das allererste Mal, dass ein größeres Publikum MOR gesehen hat. Also die Gesichter, wie die aussehen. Wir sehen erstmal ein Video, eine Weltpremiere. Und zwar Smut Peddlers, hätte ich gesagt. Ihr seid doch mal ein Video. Komm da raus, komm, weiter. Und da habe ich tatsächlich ein paar ungewöhnliche Reaktionen per E-Mail bekommen, weil die Leute mir geschrieben haben, ja, die machen immer so auch voll hart, was ich ehrlich gesagt gar nicht ja so finde, aber okay, die machen immer auch voll hart, die haben offensichtlich den Humor auch nicht verstanden. Und dann sehen die halt aus, wie wenn die aus dem Gymnasium kommen. So. Herzlich willkommen bei Supreme heute am Mittwochabend. Wir sitzen hier mit der MOR-Crew oder Teilen davon. Stellt euch bitte kurz selbst vor. Hallo, ich bin Jack Austin. Ich bin Fu Manchu. Justus. Martin B. Ich bin Elo. Solange man halt sich nur über Tapes verbreitet und die Leute vielleicht noch nicht mal Fotos von einem kennen, sondern nur die Stimmen, die da auf irgendwelchen langsamen Tapes draußen sind, da denkt man sich dann natürlich auch sonst was aus über die Leute. Ein paar von uns haben früher immer diesen Ami-Underground-Kram gehört, CVI und so. Da dachten wir ja auch, man, was müssen das für Leute sein? Total wahnsinnig und total gefährlich und hier und da. Und dann waren wir irgendwann später mit denen auf Tour und haben gesehen, ja, okay, das sind auch alles ganz normale, nette Boys, mit denen man ganz normal chillen kann. Am 23. ist unsere Record Release Party. Hier, ich habe auch so einen schönen Flyer davon. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da ranzoomen. Ah, okay, da sind sehr viele Leute dabei. Eigentlich alle, die irgendwie bei dem Album mitgemacht haben, werden da auch kommen. Also bei Assad ist, glaube ich, noch nicht ganz sicher, ob er es schafft, aber wahrscheinlich auch. Und ansonsten auf jeden Fall Kreuzfeld Jakob. Moment, ich muss selber noch mal kurz drauf gucken, wer das noch alles ist. Jay Love, genau, Valeska. Der eine von den Sharps, der mitgerappt hat bei Wer Rhymt gewinnt, Jace, genau. Der Lucky von Kreuzfeld Jakob, weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe. Ja, unsere DJs halt, Benny, Nikon und Zed werden da auflegen. Ja, kommt da alle hin. Das war unsere Sendung mit der MOR-Crew am Mittwochabend. Weltpremiere. Ja, hatten wir en masse. Schönen Abend noch, macht's gut, ciao. Was mit eurem Video? Ja, das Video zu bei mir werdet ihr heute sehen. Ein Top-Video. Das hat 500.000 Mark gekostet. Man sieht es. Das sehen wir dann eben jetzt am Ende. Ciao. Ja, einfach nur, wenn das einfach so was total Underground-mäßiges ist, so, da bilden sich halt umso leichter dann auch irgendwelche Legenden und alles wird ernst genommen und so weiter. Und ja, wenn es dann ein bisschen ans Licht gezerrt wird, dann sieht es alles schon wieder nicht mehr so wild aus. Das war ja früher Nachmittag, damit alles rechtzeitig fertig ist, irgendwie so 3 Uhr. Und dann kam ich da am Platz der Luftbrücke an. Und dann vor dem Silbermix standen dann schon so die ersten Leute. Und es waren auch nicht wenig, aber es war am helllichten Tag und das sah auch nicht irgendwie nach Party aus. Aber da waren halt wirklich Leute, die schon da waren und sich angestellt hatten, wer weiß, wo die herkamen. Vielleicht hatten sie nichts Besseres zu tun in Berlin zu der Zeit oder dachten, sie würden keine Karte bekommen, ich weiß nicht. Sorry. So. Wo ist der Mixer? Wo ist der Mixer, Alter? Wo ist keine Ahnung. Tor! Yes, 1-0 für Valencia, jetzt gibt es 11 Meter für Bayern. Ach so. Nico, soll ich da was fragen, Alter? Kommt zu spät und das ist Strafstoß. DJ ist noch nicht da. Der Mischer ist noch nicht da. Wir haben es alle noch nicht gecheckt. Da kam dieses Fußballspiel, wo man sich natürlich begeistern musste. Ja!
now you do the kicking. I don't worry over crew you run, over the section of earth. Mit dem neuen Kram, aber wie auch immer. Jetzt ist unsere Crew groß und stark wie Elefanten! Zwei Alben, ne? Ja. Ne, gib mir drei. Hä? Ja, mit drei. Was? Ja.
für drei. Eins für sie, zwei für mich. Komm, wie du eine lässt. Das ist auf jeden Fall so eine Art Höhepunkt bei dieser Record Release Party und danach war dann erstmal. Da war dann erstmal eine kleine Pause so. Sagen wir es mal so. Im Großen und Ganzen war NLP die eigentliche Geburtsstunde vom Unternehmen Royal Bunker. Insofern hat natürlich diese äußere Entwicklung, dieser äußere Erfolg natürlich schon etwas mit unserer inneren Struktur zu tun, aber ab da wurde es ernst. Das wird auch noch mit dazu gerechnet, ja? Nein, das wird Hälfte-Hälfte gemacht. Die Hälfte geht an die Komponisten, Hälfte geht an den Text. Also die Text und Komponisten kriegen auch nochmal Geld. Das wird halbe-halbe gemacht. Das, was reinkommt an Geld, ja? 10.000 Mark wird halbe-halbe gemacht. 5.000 an die Komponisten, 5.000 an die Produzenten, 5.000 an die Texter. Okay. Ja? Und dann, das sind 61 Rap-Parts insgesamt. Wenn du 11 hast, dann musst du 11 durch 61 teilen, dann hast du die Prozentangabe. Man könnte auch sagen, es gibt so lange keine Probleme, solange kein Geld da ist. Wenn kein Geld da ist, dann weiß man, man hat nur sich, man kämpft gegen draußen, wir müssen zusammenhalten. Aber sobald Geld reinkommt, sobald das Bezahlwesen einsetzt, dann wird es problematisch und dann entscheiden sich gewisse Dinge. Also dann entscheiden sich Freundschaften. Und dann entscheidet, muss man sich ja auch wirklich entscheiden, wohin man gehen will. Manche leben in Häusern, dort leben in Schlössern. Underground im Fries leben und eine Erde in Löchern, wo wir Dope speichern. Wie Kamele fett in den Löchern oder. Ein Stück brauchen wir noch. Ein kleines Stück aus dem Royalbunker. Bevor da irgendwas gemacht wurde und der halt wie sie das Büro roh angeguckt haben, war es glaube ich so, dass ich und Zawaschu sozusagen hätten da ein Studio beziehen können. Also ganz rechte. Wegen hätte ich genommen. Aber ja, dann war halt der große Split. Und dann hat sich das auch erledigt, ja. Auch dass wir uns getrennt haben, war auch in Ordnung. Also beziehungsweise auch als ich dann gesagt habe, ich will kein Mitglied mehr von MOR sein, das war auch für mich voll in Ordnung. So ist. Danach hat es auf jeden Fall mir auch wieder was gebracht für meine Musik. So, mein Kopf war wieder frei, auch für andere Sachen. Ich habe das eigentlich kommen sehen, dass dann irgendwie Savasch auch irgendwie auch auf jeden Fall irgendwie solo gehen würde und irgendwie auch musste, weil der derjenige war, der auch bereit war, das eben auch komplett durchzuziehen. Und das ging jetzt mit dem Rest auf diese Art und Weise. Also wie er es sich wahrscheinlich vorgestellt hat, nicht. Und von daher fand ich das verständlich und auch okay so. Also als es so losging, das fand ich auch krass. Also da waren auch, da war echt eigentlich so der Einzige, der das wirklich, der wirklich gesagt hat, ich will damit Geld verdienen, das war halt wirklich Savage so. Und also zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich das auch nie geglaubt so. Es war für mich total unrealistisch. Ich habe das überhaupt nicht irgendwie angedacht, dass man damit jetzt, dass das klar geht. Ich meine, wir machen da irgendwas so, wir sind irgendwelche Freaks und machen da, was wir wollen, mehr oder weniger. Und da hätte ich einfach nicht angenommen, dass man damit irgendwie jetzt großartig Geld verdienen kann. So. So sind die Sachen irgendwie zusammengekommen, aber das Ding war natürlich auch, da sind halt auch viele Köpfe aufeinander geprallt, so weil wir halt nicht zusammen miteinander aufgewachsen sind, sondern einfach nur gesagt haben, komm, wir machen zusammen Musik. So. Und da sind zwar auch viele geile Songs entstanden, so, aber teilweise war es auch ein bisschen zu unkontrolliert, so ein bisschen zu ungeplant und nicht jeder hat jetzt die gleiche Arbeitsmoral, sage ich mal, wenn es jetzt darum geht, Songs zu machen und nicht jeder hat das gleiche Output und dadurch kann es natürlich Probleme geben so und früher oder später, also wie gesagt, es war eine gute Zeit so und war in Ordnung, wie gesagt, wir haben viele Songs gemacht und es hat auch Sinn gemacht, so dass wir uns auch gegenseitig unterstützt haben und aber man hätte viel mehr daraus machen können, so wenn jeder konzentriert gewesen wäre und wirklich jeder sein Bestes gegeben hätte, dann hätte da viel mehr daraus passieren können so. Es gab sehr große Umbrüche, also Savasch ist weg. Oder er war ja nicht richtig bei Royal Bunker, aber wir haben viel zusammen gemacht. Dann das auch so hinkriegen, dass man wirklich auch alleine steht, ohne dieses Zugpferd. Ich glaube, das haben wir wirklich sehr gut gemacht.
die eigenen Leute oder die eigenen Inhalte irgendwie zu pushen. Also da noch ein Highlight war für mich auf jeden Fall die Tour. Die war auch super mit den Amis, weil die auch einfach gut gerappt haben und eine tolle Show gemacht haben. Es einfach geil war, irgendwie mit solchen Leuten in 2-3 Wochen verreist zu sein, wenn man mal sieht, wie die drauf sind, was die rapmäßig so machen und wie die das irgendwie sehen. So. 1, 2, 3. Kotzen und Ablegen! MOR SIT! Im großen Stil muss man schon sagen, das Roy Bunker, das für Leute sichtbar gemacht hat. Noch mehr, also Rest mit dem Maske war halt eine Gruppe, die halt Covid wurde dadurch, dass sie es so gemacht hat. Roy Bunker hat halt sozusagen als Label die Philosophie aufgegriffen und ist relativ, ja, also eigentlich richtig groß gemacht. Und dadurch wurde es dann auch so bekannt. Also ich habe ihm nicht wirklich zugetraut, dass es so wird, wie es jetzt wird. Und er hat halt wirklich Riesenglück. Eigentlich halt, wie gesagt, dass das Ding voll eingeschlagen ist, dass halt auch Leute von außerhalb darauf aufmerksam geworden sind, relativ schnell. Und dass mit einmal ein riesiges Interesse an dieser ganzen Geschichte bestanden hat. Das sind so Sachen, also das sind so Etappen. Ja? Man wird dann irgendwann mal Arbeitgeber. Das ist auch eine andere Rolle als am Anfang. Ja? Also 4 Menschen, die dafür arbeiten, dass andere kaputte Menschen irgendwelche verrückten Alben rausbringen, die dann ja, da irgendwie vertrieben werden, dass man das erreichen kann, hätte ich nicht gedacht. Aber Steiger hat es geschafft. Man wird irgendwann mal, geht's um relativ viel Geld. Ja, also am Anfang geht es um 260 Mark. Oh Scheiße, 260 Mark. Steiger hat sich alles selber erarbeitet, sei es jetzt von, wie nennt man es? Buchführung. Heute sind, 10.000 Euro nicht viel. Als Arbeitskapital. Als persönliches Vermögen finde ich das natürlich nach wie vor viel. Also das würde ich in Bezug auf nicht verloren, aber als Arbeitskapital sind 10.000 Euro nichts. Das ist, da kann ich 4 Minuten Überweisung machen, dann sind 10.000 Euro weg. Auf jeden Fall, für die Entwicklung ist es ganz wichtig, klein anzufangen, finde ich. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es mit Roy Bunker noch gut weitergeht, dass es noch mehr Leute gibt, die eben Scheiß irgendwie erstmal klein veröffentlichen wollen und ja. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, dass auch mein Einstand, meine erste Sache auf Royal Bunker war. Und das ist auf jeden Fall das Underground-Label schlechthin, so finde ich, was Deutschland betrifft. Und deswegen da sein erstes Release zu feiern als Newcomer und so, ist auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Ja, das logische Bunker ist das beste Label, was man sich eigentlich vorstellen kann, in der Hinsicht, dass man halt voll völlige kreative Freiheit sozusagen, man kann machen, was man will. Also mittlerweile ist es, glaube ich, ein gut funktionierendes Label und ein Label, was sich, glaube ich, was sich früher getraut hat, harten Rap rauszubringen als andere Labels. Und dass es der Trend geworden ist, das nächste große Ding, die Art, was wir heute unter Rap verstehen. West-Berlin Untergrund-Battle-Tape-Kultur. Dass das damit geprägt wurde, das war mir natürlich am Anfang nicht klar. Das hat sich entwickelt über die Jahre. Natürlich haben wir eine ganze Generation von MCs wahrscheinlich geprägt in die Richtung. Zum Schlechten manchmal. So groß wie die ganze Idee geworden ist, so groß, so breit wie der Bunker geworden ist, das hat sich erst ergeben. Das ist so gesehen auf jeden Fall was richtig Krasses für Deutschland, weil ich glaube, hätten die es nicht gemacht, ich weiß nicht, wer es sonst gemacht hätte. Und das im allerpositivsten Sinn. Bunker, mach weiter. Danke, Stecker. Du bist mein Mann. Vielen Dank. Super. Das war alles. Lass eine rauchen. Und ich meine, damals wurde es dann schon klar, okay, ich will von meiner Sache, ich will ein Independent-Label machen, ein stabiles und auch ein großes Independent-Label. Und das wurde dann gemacht.
Beste Label der besten Stadt! Shit! Hau den Beat rein! Schwarzer Tag für dich, mein Sohn. Ich guck deiner Mutter in die Augen und sag, ich fick deinen Sohn. Du gehst runter auf den Boden, ohne Klunker, ohne Hoden. Denn die sind in meiner Todeskralle bestens aufgehoben. Merkt ihr, ich mach die Straßen Deutschlands sauber wie ein Straßenfeger, indem ich den Plagen Deutschlands sauber in den Magen trete. Scharenweise fallen sie umgekrümmt vor Schmerzen. Bevor ich rausgehe, um zu jagen, meditiere ich in einem Raum voll Kerzen. Wenn ich dann einen schwulen Sohn aus seiner Sonderschule hol und ihn brutal zu Boden stoße, fühle ich mich einfach pudelwohl. Versucht ruhig mich zu erschießen, ich greif die Kugeln aus der Luft und schmeiß sie an die Wand wie Huren aus dem Kopf. Weil er mag in die Luft, wenn Fett kommt, weil er sonst kommt und dann Zepp bombt. Deine Ma ist in akuter Gefahr, sobald sie nicht zugeben will, dass du ein Dreck vom ich steck schon lange die Punk ab, Sex dann macht Messi. Das Auto-Männer, ich verdrücke dich und trinke ein Lächeln. Fu Manchu! Es ist nicht alles wahr, was man so erzählt. Fu Manchu ist am Start in Berlin-Kreuzberg. Es ist nicht alles das wert, was es erscheint. Nicht jeder ist ein MC, nur weil er reimt. Wenn ihr meint, ihr seid besser, ist das Fantasie. Ich sag es wie Islamic Force, check out my Melody. Ist es TNT right in your ear? Willst du wissen, wie Geld schmeckt? Dann ist Papier. Nur ein wildes Tier ist wirklich frei. Wir müssen aufs Amt und zur Polizei. Am Internet of Farbe ist fast wie Knast. Machst du das dein Leben lang, dann hast du es verpasst. Ist es ein Mast, das wir im Blut baden? Folgt dem roten Faden von durch Busch zu Bin Laden. Was soll ich dazu sagen? Ich werde dazu schweigen. Mein Name ist Fu Manchu und mein Style ist mein eigen. Big Darren! Big Darren! Big Darren! Big Darren! Deine Bits, die du machst, sind mieser Krach. Nigga, pass auf, ich zieh die Glock. Denn dein ganzer Shit ist overschrott. Ich flotz den Shit, ich fick dich, bitch. Du hast deine Tage, das macht mir nix. Ich spit in die Lines und rippe das. Ich kill euch, scheiß drauf, wer ihr seid. Wie ihr schreibt, könnt ihr voll vergessen. Mit Big Darum Mac kannst du dich nicht messen. Ich bin besessen und voll im Rausch. Erst kommt der Schnaps, dann wird geraucht. Bei uns im Club werden die Bitches getauscht. Muss gepackt und hinten geklaust. Konnte gegen mich und spürst meine Faust. Drop den Shit, wir haben was sie braucht. Was sie braucht, könnt ihr hier. Bitch, auf zu labern, bring mir ein Bier. Ich kreier Rhymes aus. Du kapierst, weil ich bin Ey, was soll ich machen? Es muss mal wieder krachen. Kommt ruhig näher und lutscht an meine Banane ab. Ich glaub, deine Braut kann's einfach nicht lachen. Denn sie steht wieder auf der Straße und geht dann schaffen. Ich war auf Heroin, doch jetzt bin ich clean. Ich bin der Bunker King, frag Steve McQueen. Das Game ist kein Spiel, trotzdem spiel ich Oscar rein. Ich pump den Gangster-Shit und den Hustler-Scheiß. Ich bin zurück und nichts scheint mir groovy jetzt. Versteck deine Tochter, ich steh auf Groupie Sex. Vergiss Rap, ich bin der neue Chef bei UNICEF. Ich steig in mein Ferrari und bin wie Schumi weg. Wie in der Champions League musst du hart spielen, um aufzustehen. Sonst kannst du deine Sachen packen und nach Hause gehen. Ich hab damit kein Problem, weil ich es drauf habe. Steck dein Tape in den Player und drück auf Aufnahme. Hier kommt, ruf mal, zeig wie sehr du mich liebst. Zeig mir, wie du deine Stirn mit MCM tätowierst. Pump den Berlin Gangster Shit durch Boxen und Zap. Rufer, guck mal, was ich da für dich hab. Eine Abstinenz von den Verses, die Schleppe beherrscht. Mehr der Ruder, lämm ich schmerz, kein Schlecher, hörst du zuerst. Schlecht und komm schon näher, ich zeig fetch wie mit. Meine Stirn durchschlägt die Decke deine Schädels, du Gag. Ich hoppe, droppe, wipes die Bomben, Gummis, blätte dein Face. Und lasse deinen Body zappeln wie zu Miami Bass. Concrete School hat meine Knowledge, übersteigt diesen Scheiß. Ich bin gewaffen und auf einmal nämlich ich mein Mi bei Gewalt! MCM bei Bunker Gewalt weg aus! Weg aus! Simon! Mein Handy ist kaputt! Ich kann ja sehen, wie du denkst, ich bin dumm mit null, mein
verlieren, doch ich kann 3 Alben recorden und kann nebenbei studieren. Ich kann so ziemlich nichts kapieren, doch nächstes Jahr nennst du mich Doc. Alles, was du kannst, ist zum Reden wie Charlotte. Ich kann Gott von oben sehen und auf Hater runterkacken. Ich kann Muschis überzeugen, am ersten Date Nein zu sagen. Meine Koffer packen und jede deutsche Stadt abpacken. Alles, was du machst, Schwul mit deinem Arsch rumwackeln. Ich kann Bitches gut verstehen, die noch mehr wollen als zu ficken. Doch ich kann nur einen lieben, für euch gibt's meinen Dicken. Ich kann deinem Chicken zusehen, wie sie strippen, für mich tanzt. Alles, was du kannst, ist lutsch mein Schwanz. Lutsch dein Schwanz! Haarsanfall! 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 Urknall, Haarsanfall! Okay. Mit deiner lächerlichen Kette, mit Rap lässt sich eh nicht so viel verdienen, wie ich gern hätte. Ich bin ein Araber, meine Freunde sind reiche Juden. Ich fick 1000 eine Nacht lang durch mit 130 Schuhen. Rap ist nur mein Hobby, doch die Bars, die ich finde, sind mehr als Cocktailbars. Gibt in Berlin Mitte sind mehr, der Grund, aber wirklich zitterst. Denn ich sag dir, was los ist, wie Ulrich Wicker. Aber jetzt geduldig fickert. Ich hab das Geld in der Hand wie 8 Tentakel. Und dabei ist Deutsch für mich nur eine Fremdsprache. Der Gangster gehabt ist nur ein Selbstschutz. Mein Selbstschutz ist ein Selbstschutz. Entspannt euch mal, jetzt gibt's Gewalt. Wir können nichts bewahren, nichts erhalten. Es gibt kein Zurück, die Uhr tickt, es hilft auch kein Sparen und Verwalten. Die Natur siegt immer, deshalb bringen wir nur Rap's pur. M.O.R. kämpfen gegen die Kultur. Euer Bunker! Wer fickt euer Bunker? 2000 Schier! Wir ficken alle! Was ihr Ficker? Nie wieder Frieden, ihr Wichser! Ja, ja, ja. Ich raus! Schmeiß ihn raus!